So, moin moin. Dann nochmal, moin moin. Heidi ho. Und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, dem kleinen feinen Bruder von SnowRunner, was doch wieder ein bisschen anders ist und trotzdem irgendwie doch in sehr großen Stücken gleich ist. Werden wir heute weiterspielen. Wollen wir ein bisschen in die Karpaten? Oh, ich hab ein bisschen Bock auf Karpaten. Ich da eher die besseren Reifen ist halt so die Frage. Wir machen mal mit Arizona erstmal weiter. Wir werden später noch so ein Stück weit switchen. Aber ich möchte so ein bisschen dem Ganzen entgehen. Warte mal eben, hat der was an meiner Einstellung verändert? Ja, ich will ins Hauptmenü. Kommt es irgendwie ein bisschen lauter vor? Audio? Nö. Dann sogar noch mal ein paar Prozentchen runter. Ach, was soll's. Immer schöne runde Zehner stellen, so wie sich das gehört. Zack. Da wurde schon gefuschelt. So, haben wir. Jetzt aber weiter. Also, Arizona. Das haben wir gemacht. Ein unerwarteter Fund können wir jetzt noch gar nicht machen. Wir müssen dafür dringende Reparaturen abschließen. Kein Schütteln mehr, sagt er. Ibro Seismic. Ja. Na gut, nehmen wir das mal. Nehmen wir den. Und das Vibro Seismische Modul. Du zeigst das mir gar nicht an. Achso, warte mal, ich glaube, das wäre hier ja was anderes, genau, ne? Genau. Dass sie einem das mit einem Ausrufezeichen durchaus sagen, was du direkt für die Mission brauchst, finde ich tatsächlich ganz angenehm. Bei SnowRunner selber musste man immer so ein bisschen spekulieren, was braucht man jetzt, was will denn jetzt so wirklich von einem? Das ist immer ein bisschen schwierig gewesen, aber auch das ging. Aber da hatte ich halt auch grundsätzlich halt so ein Stück weit, ne? Auch immer Hilfe vom Chat. Aber es ist halt cool, dass er dich jetzt... Es ist halt manchmal, war es dann vor allen Dingen am Anfang mal so ein bisschen frustrierend, wenn du nicht so die Ahnung hast, du fährst irgendwo hin und merkst, es funktioniert einfach nicht. Die letzte Stunde, die du dich da irgendwie durch den Matsch gequält hast, war irgendwie umsonst so gefühlt. Ich meine, der Weg ist hierbei das Ziel. Ne? Aber trotzdem. Und hierbei passiert das halt nicht mehr so unbedingt. Oder aus anderen Gründen. Das Bild findest du angehend über YouTube? Ja, es ist halt auch... deutlich besseres. Aber bei Twitch dürfte das auch demnächst besser werden. Ja, der Twitch-Chat ist halt, er ist halt direkter, ne, weil du hast ja keinen Versatz und so weiter und alles so rund mit Interaktion und allem, was da so dazugehört, ist halt Twitch nur mal YouTube weit voraus und das merkst du auch. Das hat ja schon durchaus einen Grund, warum die Leute sich Twitch-Chat in der Regel halt dann doch eher auf. Liegt aber halt auch am Wesen an sich. Twitch ist halt nur mal eine Livestream-Plattform. YouTube ist eine Video-on-Demand-Plattform. Ne? Das heißt, bei YouTube ist grundsätzlich die Quote an Lurker schon extrem höher. Du hast eine super gute Auflösung, ein super gutes Bild. Jetzt muss ich mal eben gucken. Führer, das Seismische... Und das Gebiet Warweep Bay. Wo ist denn zum Deibel Warweep Bay? Elner Truck ist da. Einfach so mitnehmen? Achso, genau. Ich weiß, da waren wir vorhin. Springen wir mit der Zeit. Eine seismische Untersuchung durch. Erkunde das Gebiet. Wow, wie bin ich auf der... Bin ich auf der Falsch? Der zeigt mir gar nicht an, wo ich hin muss. Bist du das so normalerweise auch? Noch Zalöhr.
Oh, noch Tiber. Ja, es ist halt nur mal so, ne? Auf YouTube, gerade mit der großen Auflösung und dem guten Bild und sowas, es ist halt, es lassen halt viele auch auf dem Fernseher laufen. Ich meine, das sehe ich ja. Ich sehe ja die Statistiken, wie viel das Leute noch auf dem Fernseher und so haben. Und da ist der Chat dann meistens halt nicht so. Es ist dann wirklich eher eine Serie gucken, so nach dem Motto oder was auch immer dergleichen. Oder halt so ein Stück weit damit vergleichbar. So, wir gucken mal vielleicht. Tja, ich bin so ein gewisses kleines bisschen allein gelassen. Also die letzten Male hat er mir durchaus immer gesagt, wo ich hin muss. Frage ist, bekommen wir... Aha. Das heißt, ich muss irgendwo in die Richtung, so wie es aussieht. Oder? Oder ja oder nein? Puh, komme ich da überhaupt so hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss mich einmal versetzen. Tada! Gucke mal, das sieht doch schon mal besser aus. Nein. Ich hoffe mal, dass ich da hin muss, weil irgendwie fehlt mir so ein bisschen mein Questmarker. Es fühlt sich ein bisschen buggy an. Bis jetzt haben wir eigentlich immer irgendwie angezeigt bekommen, wo wir auch hinfahren müssen. Dieses Mal nicht. Und noch Apple-Blue. Nee, 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 nicht erkältet. Nee, 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 keine Sorge, das ist Hausstauballergie. Das Problem ist halt, sind immer, am schlimmsten sind halt diese komischen Nächte. Wenn du es nachts dann... Und wie Minusgrade ist, wir hatten nachts echt nochmal Frost. Und dann springt halt die Heizung an und das halt nach seit einigen Tagen das erste Mal. Und dann wird halt trotzdem irgendwann mal ein bisschen Staub dadurch aufgewirbelt. Dann komme ich meistens aus der Nacht raus mit ein bisschen Schnuppen. Aber das müsste sich demnächst doch hinnehmen. Nö, ja, nö, nee, alles gut. Ich habe heute früh auch trainiert, schon frühstückt, alles wird Schickikowski. Aber die Nase, ich habe nicht mal Schnuppen in der Nase. Das ist wirklich nur... Die schwillt halt an und geht halt zu. Das ist alles. Aber es müsste sich, wie gesagt, wahrscheinlich jetzt hoffentlich dann irgendwann in den nächsten Minuten regeln. Ah! Ich hab. Oder? Schaut mal, das Symbol da hinten sieht so ein bisschen nach. Wir können noch weiterfahren aus. Ursprünglich hatte man es ja immer so, so du warst bei SnowRunner ja, du hattest eine Welt angewählt, zum Beispiel Alaska. Und innerhalb der Alaska-Welt hattest du mehrere Maps. Du konntest dann immer durch Tunnel, Portale, dann immer quasi auch eine Map weiterfahren. Das sieht so ein Stück weit aus, ne? Als geht das so ein bisschen in die Richtung. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Eigentlich bin ich nur recht leicht hausstauballergisch. Es ist halt in der Regel immer so eine... Eigentlich geht's aber. Und an solchen Tagen wie heute, wie gesagt, so dann ist das immer ein bisschen doof. Aber ja, ich habe auch nicht schlecht gestaunt heute früh. Wenn du so aus dem Fenster schaust und siehst irgendwo, und du siehst draußen einfach überall Frost. Was ist hier passiert? Ich habe auch nichts angewählt, dass er mir das so markiert da hinten. Könnte. Und ich meine, es sieht auch aus wie ein Tunnel. Ja, das wird schon so. Habe ich eigentlich extra Sprit dabei? Hoffen wir mal, dass wir unterwegs welchen finden. Allerdings in diesem Expedition-Modus ist es ja auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt zurückfahren muss. Weil ich kann es natürlich einfach selber machen. Aber
Ja, sobald du deine Aufgabe erledigt hast, wirst du ja quasi ja eh wieder zurück in den Hauptbildschirm teleportiert, also aus der Welt raus. Brain AFK. Morgens voraus? Das hatte ich letzten 2 Wochen täglich. What? Ach so, ja, gut, Harald. Da warst du aber auch auf den Spuren unserer Vorväter. Ein Land, das definitiv dazu anregt, sowas wie die Edda sich auszudenken. Also wer da nicht an Zwerge und Götter und gleich darauf kommt. Da weiß ich auch nicht weiter. Und auch Phil. Moin. So ein bisschen danach aus. Oh, der Powercast Fronzy. Moin Moin mit Kaffee. Ja, ich hab hier auch. Schön in meiner Wintertasse. So wie ich das gehört. Mit Regentieren drauf. Das ist. Es ist ja eigentlich eher andersrum, wenn man mal so ein bisschen die Geschichte Germaniens sieht. Wir müssten ja eigentlich eher von Mitteleuropa aus nach Skaro. Aber nicht so schlimm. Ich kann ja hier noch eine ganze Menge machen. Okay, doch schlimm. Okay, doch schlimm. Wir müssen ein bisschen anders fahren. Ich fürchte ja schon. Doch, doch. Danach aus, als müsste ich einen anderen Weg nehmen. Aber ich will dahin. Ich will da Zeug, da musst du irgendwie gehen. War doch ernst. Geiles Spiel, sagst du. Geiles Spiel. Ja, hallo? Ja, natürlich. Ich meine, das Spiel ist zu 90% SnowRunner und SnowRunner ist halt auch geil, also. Ja. So, weg mit den Kakteen, weg damit. So, ich fahre bei der anderen Seite mal eher um. Also der Schlamm hier ist irgendwie erschreckend tief.
ernsthaft erschreckend tief. Bäume in der Lage, dich umzuschmeißen? Was? Ich wurde noch von keinem Baum umgeschmissen. Nein, nein. Irgendwie nicht so prickelnd aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey. Das war's. Bleib dabei. Okay. Ich glaube, wir müssen uns einmal eben zurücksetzen lassen. So wie es aussieht. Ja, übel. Aber ich denke, wir sind hier richtig. Irgendwas sagt mir, wir sind hier richtig. Hat eine irgendwie etwas geartete da oben. So. Handel. Ich baue noch mal ein bisschen Sprit. Ist das aber eigentlich auch nicht, ne? Zack. So, einmal fertig. Und dann noch einmal. Na, toll. Fürchte ja fast, wir müssen doch da durch, wo ich vorhin nicht durchgekommen bin. Der Weg ist nämlich nach dem Teil hier durchaus besser. Also was ich machen könnte, ich glaube, das mache ich auch mal. So einen Bodenanker irgendwo mitnehmen? Nö. Ja, bauen wir mal. Hey. Ich hätte gerne das hier. Ich will das Ding nicht verkaufen. Ich will das hier kaufen. Dafür brauchen wir Ersatzteile. Ah. Kann ich hier irgendwo Ersatzteile kaufen? Die kann ich irgendwie auch nicht hin und her schieben. Ja gut, das hat's dann mal so gar nicht gemacht. Das hat mich jetzt ein gutes Stück Geld gekostet. Jetzt habe ich die Werkstatt, aber sonst nichts. Jetzt schaut mal Lagerhaus. Und Versorger. Aber gut, das macht schon durchaus Sinn, die Dinger zu holen, ne? So alles in allem. Jetzt nochmal Räder, Grundversorgungslage, Lagerhaus. Ja, also wahrscheinlich auf Dauer halt schon. Nur nicht unbedingt jetzt so früh, aber jetzt habe ich es halt trotzdem. Machst halt nichts. Was ist denn das hier? Ja, bitte. Für den Truck war es auch zu früh. Hey! Okay. So. Dann versuchen wir es mal nochmal. Ja, der Anker, den man im Vorfeld kaufen kann, der hätte mir auf jeden Fall geholfen. Aber vielleicht kriegen wir den sogar noch. Da fällt mir mal nämlich so nebenbei ein. Ja, bei diesen Abwürfen bekommt man das ja durchaus. Nur leider hier nicht. Vielleicht ja da. Aber die Variante, sich nochmal aufstellen zu lassen, ist durchaus auch cool. Und scheint jetzt langsam relevanter zu werden. Also jetzt wird es anscheinend auch echt schwieriger und das ist endlich auch ganz gut. Also gestern bei den 5 Stunden, die wir gemacht haben, wenn ich so an die ersten, ja fast 4 davon denke, war es definitiv ein bisschen zu leicht. Teilweise stark zu leicht.
Also gerade für die Veteranen wäre es, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen, das Tutorial eher optionaler zu machen mit wirklich einem Warnhinweis, so nach dem Motto, das ist das Tutorial, das ist für Noobs, bist du kein Noob, überspring das Tutorial oder mache es, aber es wird dir zu leicht erscheinen. Es ist nicht repräsentativ für das Gesamtspiel. Wenn du also jemand bist, der 5-lagiges Toilettenpapier braucht, dann nimm es. Dann hätte jeder Bescheid gewusst. Wobbel, 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 wobbel. Wurzel. Na komm schon. Das ist doch nur so ein kleiner Baum. Bisschen vermisse ich auf jeden Fall dieses Spiel bei kleineren Bäumchen, was man immer bei SnowRunner hatte. Dass er nicht weiß, na, bricht er jetzt ab oder, ne, da musst du immer so tippeln oder so, um dich vielleicht so ein bisschen frei zu zuppeln. Das hast du halt hier alles nicht. Ja, es sind die Bäume dabei. Schaut mal, man sieht sogar noch wirklich meine Fahrspuren von davor. Das finde ich ganz cool. Ich meine, wir hatten ja uns ja sogar schon mal so ein paar Ideen überlegt, was vielleicht so ein SnowRunner 2 besser machen könnte. Und so eine gewisse Persistenz, was die Welt angeht zum Beispiel, gehört natürlich auch mit dazu. Moin auch Monster. Moin. Oder halt wie gesagt, Wetterwechsel. Nehmen wir mal an, du hast eine relativ leichtere, trocknere Strecke. Dann regnet das, ja, und zwar, es hat die ganze Nacht strömend geregnet, der Boden ist total aufgeweicht, du musst heute besonders vorsichtig sein. Mit so einem Satz wirst du dann quasi entlassen und dann ist auf einmal wieder die Sachen ganz anders, oder? Die Map verändert sich halt dadurch auch ein Stück weit, ne? Die Flüsse werden auf einmal tiefer, die Furcht, die du den Tag davor nehmen konntest, kannst du jetzt vergessen. Sowas wäre schon echt cool. Morgen, Monsterchen. So, jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir vorhin waren. Schauen wir mal. Was wirklich witzig ist, ich weiß noch gar nicht so genau, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß gar nicht, ob wir hier weiterkommen, ne? Ich meine, wir haben da so ein Ding. Dann mal gucken. Maxi Monster. Die klassische von meiner Oma benutzte Variante der Verniedlichung von Max ist Maxi. Führe eine seismische Untersuchung durch. Okay. Okay. So, jetzt machen wir mal kurz mal den hier und ich werde sogar die Drohne nutzen. Jetzt können wir uns mal eben das anschauen. Ich könnte versuchen, nämlich quasi hier hochzufahren. Das wird zwar hier ein bisschen schwieriger. Oder hier rum. Dann hier rauf. Und dann hier rum darüber. Aber hier bleibe ich auf jeden Fall stecken. Oder wir versuchen es einfach nochmal sturstracks direkt durch den Sumpf. Moin auch Pandia. Morgen.
Scheiß auf die Technik, die hält das schon aus, die hält das aus. So, ich klopfe mal gleich alles rein, was geht. Es geht gut los, muss man schon mal so ich auch sagen. Vielleicht kann ich die guten alten Snowrunner-Tricks machen. Pass mal auf. Jetzt fahren wir nämlich quasi in das Seil und passiert gar nichts. Also drehe ich halt den Truck. Ja. Also minimal funktioniert's. Ein bisschen zurück. Jedenfalls nicht. Also hier bin ich ziemlich lost, wenn ich unterwegs bin. Dann würde ich sagen, machen wir es, wie wir vorhin gesagt haben. Ich versuche einmal außen rum zu fahren, dann halbwegs auf den Berg hoch, auf den Hügel und dann fahren wir halt da weiter. Was soll schon schief gehen? Ich habe sogar nicht nur Kaffee dabei, sondern Tee. Sagt er jetzt. Wasser steht hier sogar auf. Hoffe mal, dass da Sachen dabei sind, die wir brauchen. Also so ein Anker wäre schon nicht verkehrt. Oder halt anscheinend Teile. Teile wäre auch nicht so schlecht. Warte, der Dreckschleuder. Also die verlängerte Winde ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. Also hätte ich die nicht geholt, dann... jetzt essen wir hier schon mehr als nur einmal fest. Zum Beispiel jetzt. Fahren hier wieder mal, wir hängen irgendeinen Stein mal wieder fest. Das sieht ja nicht so richtig rosig aus. Komm schon! Tu was! Okay, ich versuche rüber zu fahren.
Ja? Hart? Sehr hart. Schieb, schiebe. Weiß nicht, ob hier noch Anschieben hilft. Sehr hart danach an, als hätten wir uns hier einfach so ein gewisses Stück weit aufgebockelt. So, ich versuche mal hier links hochzukommen. Na guck mal, das klappt doch schon mal besser. Jetzt können wir ja immer noch die mit dazu nehmen. Haha, haha. Na, wer hat ein Spritproblem? Ja, hier. Ja, ich bewege mich wieder. Dankeschön, dankeschön. Läuft, läuft, läuft. So, ich hoffe mal, es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Plus, wir müssen halt dann wirklich demnächst, sollten wir uns mal so gewissermaßen überlegen, wo wir vielleicht ein bisschen Sprit herbekommen, nicht wahr? Ta-da-da-da! Handel. Schön. Rein damit, rein damit. Wieso kann ich nicht alles mitnehmen? Leisure. Reparieren könnten wir auch ein bisschen, aber mir geht es eigentlich noch recht gut. Sollte also passen. Ich bin wieder im Rennen. Und ich habe immer noch gar keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig fahre. Nur mal so nebenbei. Jetzt machen wir mal kurz mal Päuschen. Tja, ne? Weil wir haben hier ein Zeichen. Irgendwas ist da. Ich weiß nicht wie weit. Vielleicht ist es auch erst hier hinten oder irgendwie so. Ist es nicht? Vielleicht muss ich auch hier lang und hier durch. Könnte genauso sein. Das werden wir alles rauskriegen. Wir sollten bei Zeiten auf jeden Fall mal gucken, dass wir für das Ding hier auch die Schlammreifen bekommen. Sagen, sollen die Morgenstreams so gehen? Ist das jetzt eigentlich dann jeden Tag so? Ist da nicht ganz aufgepasst, was hier steht? Insta? Nee, ich sag's dir auch so. Also, wie gesagt, die Morgenstreams, ne, die um 9 Uhr... Die sollen so wie damals bei den 12 Uhr Streams, die sollen so ungefähr 4 Stunden gehen. Also ungefähr bis 13 Uhr. Und die sollen im Endeffekt auch jeden Tag kommen. Ja. Also so einen Tag die Woche frei mindestens würde ich schon gerne weiter haben. Also, glaube ich, auch klar. Nur, dass ich, das wird auch höchstwahrscheinlich immer so ungefähr der Samstag bleiben. Ich würde ganz gerne halt nicht mehr unbedingt immer sagen, immer Samstag ist frei, weil das macht halt keinen Sinn. So viel, was da an Spielen ja dann doch irgendwie mal so in den Bereichen rauskommt. In den meisten Fällen ist es ja dann, war ja dann vielleicht doch Samstag noch irgendwie was oder so, deswegen. Also ein Tag die Woche aber frei wäre halt schon ganz schön. Aber ansonsten ja. Und Sonntag geht das auch schon um 9 Uhr los. Aber da soll es weiter in der 12-Stunden-Stream bleiben. Das heißt, da gibt es dann dazwischen tatsächlich einfach keine Pause. Das heißt, im Prinzip jeden Tag, außer Samstag. Ganz gut.
Gut verputzt so, ne? Na, dann ist er so. Ja, und wie gesagt, die Beweggründe dahinter sind im Endeffekt einfach relativ simpel. Ich hab ihn so. Ja, und das passt halt so ins Tagesablauf halt viel, viel, viel besser rein, wenn ich halt noch was extra machen möchte. Würde ich halt durchaus auch machen. Vor allem erst mit den Aufnahmestreams. So, hat recht gut funktioniert und funktioniert insgesamt ganz ordentlich. Würde ich ganz gerne ein bisschen standardisieren. Eigentlich noch nicht den nutzen, aber wir machen es mal. Da passt das früh halt tatsächlich einfach deutlich besser als abends. Jetzt an dem. Nee, hab ich nicht. Besser wird, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich darf leider mit der Drohne ja nicht schauen. Aber hey, ne, wozu habe ich die Kiste? Also, nutzen wir's. Ich könnte mich auch sogar versuchen, da direkt hochzuziehen. Ja, ich glaube, ich komme da hinten hoch. Bisschen erstmal mich richtig hinstellen und dann ja. Ziehst du nicht 8 bis 10 Stunden Montag, Freitag durch? Gönn dir Samstag und Sonntag frei. Ja, Sonntag ist erstmals ein wirklich sehr guter Streaming-Tag. Alleine deswegen würde ich Sonntag immer streamen wollen, Blizzard, und moin. Alleine das wäre so die Sache. Und, naja, ich müsste die 8 bis 10 Stunden, wenn ich die am Stück mache, na, müsste ich ja dann schon schauen. Wie gesagt, dass ich die möglichst so positioniere, dass mein Sohn davon noch relativ viel nicht mit beeinflusst ist. Dass ich ihn halt auch möglichst viel sehe. Und das halt, das ist schwierig, die unterzubringen. Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich das so mache. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wir machen das Ganze als Nachmittags-Abend-Stream, dann wirklich, nehmen wir mal die 8, 9, 10 Stunden oder immer. Ja, dann müsste ich dann anfangen. 14 Uhr nachmittags, 15 Uhr nachmittags? Ja, dann sehe ich unter der Woche meine Freundin gar nicht mehr. Ne? Spätestens, wenn sie wieder arbeitet. Gar nicht mehr. Weil dann fange ich an zu arbeiten, bevor die nach Hause kommen. Und ja, wenn dann mein Sohn aus der Schule oder aus der Kita oder was ich aus der gleichen kommt, fange ich dann direkt an zu arbeiten. Yay. Also das geht tatsächlich deswegen so nicht. Hätte durchaus Vorteile gehabt, das auch komplett, ne, an einem Stück zu machen. Aber ja, das geht nicht. Also das ist, da sind wir dann an so einem Punkt, das muss dann anders funktionieren oder das funktioniert halt gar nicht. Ja, dann kann ich halt irgendwann einen anderen Job machen oder so, aber da brauche ich ja noch keine Familie. Da weiß ich, für was ich mich entscheide. Aber es ist halt auch mit zum höchsten Teil halt auch wiederum ausprobieren, ne? So wie ich es auch schon mal geschrieben hatte. Jetzt vor allen Dingen durch das Duale, das hat ja echt einiges durcheinander gewirbelt, dass ich jetzt auf beiden Plattformen ja gleichzeitig unterwegs sein kann. Und da... Ja, da muss ich halt zum höchsten Teil auch noch ein bisschen noch Erfahrung sammeln und schauen, wie das insgesamt so funktioniert, wie das so angenommen wird. Da versuche ich einfach wirklich eine gute Balance zwischen den ganzen Sachen durchaus zu finden. Und das ist jetzt im Endeffekt...
so auch ein Versuch des. Ertragen. Ein MAN 5 Tonnen GL Koffer, Baujahr 1952. Das größte, das ich jemals gefahren bin, war ein ganz kleiner Doppelkabiner. Keine Ahnung, was das für ein Auto war. Da hätte hinten auch nicht mal ein Smart reingepasst, also groß war es nicht. Das sieht doch gut aus. Ich muss jetzt jedes Mal bis hier hinfahren? Jetzt ernsthaft? Noch mal kurz den hier. Na dann, los geht's. Ein von Wasserflächen, Flüssen und Stauseen durchzogenes Gebiet mit extrem großen Höhenunterschieden und schwierigem Terrain. Ein echter Test für Touristen, ganz zu schweigen von denen, die sich nicht zu Fuß bewegen. Teil der Region Arizona. Und so ist es halt tatsächlich ganz gut. Also, na klar. Also, ich hätte es auch cooler gefunden, wenn der Stream, wenn es quasi am Stück alles läuft. Aber so habe ich halt wirklich die Möglichkeit, halt, wie gesagt, vormittags zu streamen, während die beiden halt entweder arbeiten oder Kita, Kindergarten, Schule, was auch immer sind. Und dann kommen sie nach Hause, dann bin ich schon wieder da. Ja. Und da habe ich halt jeden Tag mit denen dann zumindest halt diese 4 Stunden dazwischen halt zu bleiben. Und auch so im Sargo. Und das halt unter der Woche. Plus halt ein Tag komplett frei. So ist halt angedacht. Jetzt haben wir auch wieder den gelben Marker. Ja, gut. Das könnte spannend werden. Aber ich sehe doch sogar Fuel. Da ist doch Benzin. Diesel. Anscheinend nicht für mich. Ja, vielleicht doch. Ich habe viel zu wenig Sprit und allem. Ich versuche erstmal halbwegs hier so zurechtzukommen. Ich glaube, ich fahre eher links hoch. Oder versuch's mal. Du hast nur noch Life Balance. Ja. Das klingt auch. Klingt auch gut. Tja, so früh oder später einen Punkt zu finden, bei dem wir nochmal ein bisschen tanken können, wäre nicht so schlecht. Okay. Ich glaube, wir sollten die Drohne wirklich benutzen. Übel. Ziemlich übel. Da gab's noch ein bisschen was.
Vielleicht muss ich sogar hier hinten irgendwo hochfahren. Wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube ja. Hier auf dem linken Plateau weiter, weil da gab es Punkte, glaube ich, wo es Sprit gibt. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal da rechts rüber. Sonst wird das nichts. Und zwar gar nichts. Ich habe nicht mehr sehr viel Sprit. Ich hätte definitiv noch welche mitnehmen sollen. Ja, mal gucken, wie das dann läuft, wenn meine Generation alt wird, Heraldus. Bin mal gespannt, mit wie vielen Jahren so unser Eins aufhört. Auch jetzt jemand, der in Anführungszeichen einen normaleren Job hat als ich. Wo zum Beispiel der Vater von Linus, glaube ich, mit 75 aufgehört zu arbeiten. Mein Vater könnte jetzt schon in Rente gehen. Das ist auf jeden Fall schon angesetzt. Also ich glaube jetzt drei Jahre. Drei Jahre macht er eh fix weiter. Ich würde mal auf jeden Fall darauf wetten, dass der auch dann noch weitermacht. Also ich sehe den auch nicht mit 68 auf Rente gehen. Gespannt. Wo ich es mir durchaus wünschen würde. Dann könnte er nämlich auch mal auf meinen Sohn aufpassen. Nee, es sind so manchmal, ne, so einen halben Tag kinderfrei zu haben. Wäre schon nicht so schlecht. Oh oh. Sehe ein kleines Problem auf uns zukommen. So ein klitzekleines Problemchen. Da können wir runter. Ja. Das ist schon ganz witzig. Ich kann durchaus schwimmen, ja. So zum gewissen Teil schon. Also nicht direkt. Aber ich kann zum gewissen Teil tauchen. Was ist das drin? Ich kann mich da bei SnowRunner auf jeden Fall an so ein, zwei Trucks erinnern. Da konntest du bis Dachoberkante konntest du durchaus ins Wasser fahren. Das hat funktioniert. Azov. Bald sollten wir mal ankommen. Naja, sagen wir mal so. Er kann... Ich habe einen Schnorchel. Hier das runde Ding vorne bei meiner Tür. Das ist ein Schnorchel. Zumindest den Stufe 1 Schnorchel habe ich schon. Der ist jetzt nicht perfekt, aber es ist ein Schnorchel. Schon tauchen. Die Frage ist halt eher, ob ich auch wieder auftauchen kann. Aber einmal tauchen ist drin. Ich muss jetzt sehr viel scouten. Ist das eine Straße? Das ist eine Straße. Seht ihr das? Ich werde nicht mehr. Eine Straße. Eine Straße. Boah. Fett. Das ist krass. Ist eine Brücke oder sowas bauen? Ja, runter geht's immer. Jetzt kommt langsam das SnowRunner-Feeling.
So, gestern wäre ich noch irgendwo runtergebrettert, weil mir da sagte, wäre auch scheißegal, ne? Das sind ja eh nicht so die weiten Wege. Jetzt sind wir schon ein bisschen unterwegs gewesen, um hier anzukommen. Das würde ich jetzt ungern verschenken. Also ein bisschen Vorsicht und allem, so langsam aber sicher kommt das schon dazu. Wir sind schon auf Reserve. Wir haben ein Problem. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Kraft des Wassers, okay. Ist gar nicht gut. Was aber gut sind, sind die 12 Monate Stufe 1 aber nochmal von Chefkoch. Moin, Chefkoch. Vielen lieben Dank. Danke dir für ein ganzes Jahr. Stufe 1 Abonnement. Moin, moin. Und moin nach Lilo Weezy. Joa. Ne? Schön sieht's aus. Hier ist aber auch nichts, ne? Cool. Ich kann das Gebiet tatsächlich auch mit dem Fernglas erkunden. Aber ich glaube, um die Drohne kommen wir nicht rum. Dann machen wir mal. Nein. So nicht. Ich flieg nur begrenzt hoch. Da machst du nichts. Könnte noch interessant werden. Also mehr als 50% scheine ich jetzt hier mit der Kiste jedenfalls erstmal nicht rauszukriegen. Wir müssen eigentlich auch eher das Gebiet dort vorne erkunden. Spannend. Verbrennen wir mal die Reste meines Sprits.
nicht. So schon eher. Och, ich weiß, du willst es auch. Der Sprit geht uns bald aus. Kapusser, neues Game oder DLC? Hm. Eine gute Frage. Jetzt bin ich sehr im Zentrum. Eine sehr gute Frage, Kapusser. Es ist tatsächlich ein neues Spiel. Mit einer sehr bezeichnenden Frage. Es ist ein neues Spiel. Ja, ist das quasi der Nachfolger im Endeffekt so ein Stück weit von SnowRunner und ein Stück weit auch nicht? Expeditions? MudRunner Game. Gott, ich kann hier, glaube ich, sogar wirklich. Könnte ich rein theoretisch sogar wirklich hier hinten hochfahren. Aber ich weiß, wer es nicht kann, weil er nicht mehr genug Sprit dabei hat. Aber es ist halt in großen Zügen tatsächlich halt. Das ist noch das alte Spiel, insofern. Kann man sich die Frage schon berechtigterweise durchaus stellen, ob das neues Spiel ist oder nicht. Gemessen an dem, was man dafür ausgibt, Kapusan? Ja, es ist ein neues Spiel. Könnte eine echt knappe Nummer werden, ob ich die 100% hier noch bekomme. Das geht, prinzipiell 40 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, was SnowRunner damals neu gekostet hat, tatsächlich. Kann ich gar nicht sagen. Aber 40 Euro für ein Spiel, was sehr viel recycelt und sich auch sehr ähnlich spielt. Also sich wirklich auch anfühlt wie ein DLC. Ist dann schon sportlich. So, was machen wir denn jetzt? Was mache ich jetzt? Ist jetzt so die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe Sprit vielleicht noch für eine halbe Minute. Ich brauche noch 22. Ja, verliert er schon Leistung. Muss ich schon aufhören. Aus dem einfachen Grund, weil ich weiß nicht, ob ich die Drohne benutzen kann, wenn der Motor aus ist. Kann ich dem Scout hinterher? 10%? 16%? Ich glaube, die musst du im Vorfeld auswählen, welche Autos du mithaben möchtest.
Da ich nur einen ausgewählt habe, glaube ich, dass ich nicht mit dem Scout hätte. Moin Nighthawk. Hier war es da auch schon. Bist verzweifelt, okay, okay. Hätte ich jetzt einen Scout mitgenommen, Sprit und wäre hingefahren, um zu liefern. Habe allerdings noch keine Möglichkeit dazu in Expeditions gefunden. Hat niemand eine Lösung. Du kannst, wenn du an der Mission am Anfang stehst, kannst du auswählen. Du hast dort mehrere Fahrzeugslots. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber da sind mehrere Fahrzeugslots. Sprich, so rein theoretisch könnte es sein. Dass du da mehrere auswählen kannst. Das war's. Und das werden wir jetzt eins gleich mal machen. So, zum Hauptquartier. Ja. Dann versuchen wir das mal. So, Arizona. Nimm mindestens einen Truck. Jetzt müsste ich den hier nehmen können. Nehmen mein Vibro Seismic Modul. Weißt du, ob du das Spiel Logitech G920 spielen schalten? Ich habe keine Ahnung. MCN. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal das. Erweiterter Notvorrat an Kraftstoff und Ersatzteilen, der es ermöglicht, sich auf jeder noch so schwierigen Situation zu befreien. Puh, na, schauen wir mal. So, und jetzt kann ich hier auf Slot 2 auch noch den Don hinzufügen. Ich denke mal, so müsste es funktionieren, Nighthawk. Und auch Happy Cell. Guten Morgen! Hier, Pritsche habe ich ja nicht. Ja, kostet halt alles. Doch Anhänger? Bis jetzt habe ich noch keinen einzigen gesehen. 110 Liter haben wir dabei. Und 14 Liter Reserve. Weil ich keine Pritsche habe, naja. So, und jetzt müsste ich mit beiden eigentlich da sein. Tja, und ich muss ja jetzt hier oben hin. Ich würde gern dahin. Dann schauen. Direkt dazu schnell mit SnowRunner zu vergleichen, ist es aber nicht. Es ist in vielen Zügen, aber der SnowRunner Ernstfall. Also ein großer Teil, ne? Es besteht ja auch aus dem Fahren und allem drum und dran und das ist fast komplett. Das ist fast komplett SnowRunner. Also ich finde tatsächlich nicht. Ich finde schon durchaus, dass es richtig ist, das auch mit SnowRunner zu vergleichen. Man sollte schon natürlich schon schauen, dass du am Ende des Tages halt auch durchaus berücksichtigt, dass es halt ein Stück weit quasi eine andere Spielweise sein will. So also wie es bei SnowRunner ja auch dieses eine DLC gab, bei dem du... Mal
Kann ich? Nee, kann ich nicht. Shit. Ich dachte, ich kann mich direkt dahin porten. So, jetzt mal eben schauen. Reserve haben wir. Die 45 Liter hätten mir gerade schon geholfen. Dann fahren wir wieder los. Das ist halt innerhalb des Spiels, SnowRunner, wie ein anderer Spielmodus sein möchte. Das muss man schon berücksichtigen, da hast du recht. Aber es ist zum Großteil, ist es trotzdem tatsächlich SnowRunner. Ich meine, ich spiele es jetzt ja. Es fühlt sich an vielen Punkten exakt gleich an. Es sieht an vielen Punkten exakt gleich aus. Gameplay, Oberfläche, ne, Haptik, ganz viele Sachen sind tatsächlich exakt gleich. Also, ja, ne, also, hoffe ich tatsächlich schon, dass du es deswegen auch irgendwie vergleichen kannst und auch solltest. Man darf halt, man muss halt diesen Schritt machen und der fällt in den ersten Stunden definitiv schwerer, merke ich bei mir selber auch, dass du irgendwann halt dann auch realisierst, ist, gerade weil es so ähnlich ist, gerade weil es halt irgendwie auch ein SnowRunner ist, dass sie halt am Ende des Tages innerhalb des anderen Spielmodus ein bisschen was anderes von dir möchten. Aber sie hätten sich, glaube ich, insgesamt auch einfach ganz gut damit getan, wenn sie die großen Autos zum größten Teil rausgelassen haben. Das wirkt halt auch ein bisschen komisch, wenn du eigentlich wirklich auf Feldexpedition, wenn du mit so einem kleineren Scout eigentlich die ganze Zeit eigentlich unterwegs sein solltest, auf einmal mit so einem großen Lastentruck unterwegs bist. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Das verursacht halt auch wirklich in den ersten Stunden ein bisschen Störungen. Aber ja, je mehr man sich quasi mit dem Spielmodus anfreundet, umso eher geht es da tatsächlich an. Macht auch Spaß. Aber ich hatte auch gestern schon Spaß. Aber das ist ein Spiel, was im Endeffekt hier nun mal trotzdem ein gewisser Nachfolger der Serie ist, dass man da innerhalb der Serie vergleicht, ist ganz normal. Das ist auch absolut richtig. Das ist halt nun mal der Unterschied zwischen mein Fazit nach der ersten Stunde, mein Fazit nach 4 Stunden und mein Fazit nach, hey, wir haben es durchgespielt. Das ist halt jedes Mal noch ein bisschen was anderes. Deswegen sage ich ja das auch mal ganz gerne nach dem Motto, hey, ich kann vielleicht jetzt eine Kleinigkeit dazu sagen, aber wirklich eine relevante Meinung, eine handfeste Meinung, ist dann eigentlich erst später. Das ist halt immer so. Und nicht jedes Autorennspiel ist ein Autorennspiel. Das ist noch ganz weit, aber das ist doch sehr weit hängen, Leute, da findest du nicht jetzt halt. Also das hier ist doch viel näher dran bei SnowRunner als zum Beispiel an einem Need for Speed oder so. Es sind gleiche Fahrermodelle, ne? Es ist die gleiche Fahrengine, gleiche Fahrphysik. Also es ist ja wirklich auch nun mal das gleiche Spiel. Also, auch von dem, was das Spiel ja in vielen Punkten von dir möchte, mit unwegbarem Untergrund klarkommen, irgendwas dergleichen. Ja, natürlich, dann ist es, definitiv. So. Das ist ja auch gewollt. Es ist ja auch gewollt. Nicht umsonst heißt das Spiel Expeditions a Mudge Runner Game. Dann ist ja auch gewollt. Die wollen ja auch genau die Leute ansprechen, die die Spiele davor auch geholt haben. Sie intendieren das ja im Endeffekt auch selber. Das kannst du ja meinetwegen dann auch komplett auskapseln. Wenn ein neues Battlefield rauskommt und das auch Battlefield heißt und dann meinetwegen Battlefield 69, ja, dass ich das dann trotzdem mit den anderen Battlefield-Teilen vergleiche, dann ist doch klar. Scout überall durch. Ja. Aber ich kann das vibroseismische Modul zum Beispiel nicht mitnehmen. Was wir machen könnten, ist die Kiste jetzt hier stehen lassen. Mit dem Scout sogar fahren. Das können wir durchaus machen. Weil die Erkundung kriege ich auch mit dem Scout hin. Aber ich soll irgendwann ja auch dieses Vibroseismik durchziehen. Und auch Früchtchen. Ich hab's überzeugt, dass sie gekauft haben, läuft ja easy. Sehr geil. Ja, wie gesagt, also ich fänd's ja auch gut. Macht Spaß. Und das ist das Wesentlichste erstmal.
So, wir sind spritmäßig sehr gut dabei. Ich finde halt, wenn man grundsätzlich ein Spiel kritisiert, ist das ja prinzipiell jetzt erstmal nichts Schlechtes. Egal, wie da dann ne, Meinungen sind oder Unterschiede sind oder sowas, dann spielt ja gar keine Rolle. Am Strich ist halt das entscheidend, was wirklich entscheidend ist. Nämlich, macht Spaß oder macht es nicht Spaß? Es macht Spaß. Ja. Wenn mir vielleicht ein, zwei Sachen nicht so gefallen wie bei SnowRunner, ja, andere Sachen finde ich zum Beispiel ganz cool, spielt ja keine Rolle. Macht es mir Spaß? Ja. Spiel? Ja. Das war's. Das ist das Einzige, was daran wirklich entscheidend ist. Und der Rest, das ist dann halt eh eine persönlichere Sache. Wie viel Geld man dafür ausgeben will, wann man vielleicht die Zeit dazu hat, ob man vielleicht noch warten will, ob man vielleicht noch bei SnowRunner noch was zu tun hat, bevor man hier umsteigt oder so. Muss ja jeder wieder für sich selber wissen. Aber ansonsten kannst du es am Ende des Tages genau darauf runterbrechen. Deswegen bin ich auch nicht der große Freund von irgendwelchen. Es ist jedes Mal neu da und jedes Mal anders. Das heißt, den Anker hätten wir uns vorhin schon sparen können. Ja, wieder was gelernt. Deswegen bin ich halt auch nicht der allergrößte Fan von irgendwelchen ja, größer angelegten Rezensionen oder irgendwelchen Spielberichten oder irgendwas dergleichen, weil es ganz gerne am Ende des Tages immer exakt diesen einfachen Punkt immer außen vor lässt. Ja, ich meine, ne, ernst, weil ich unterschiedliche Meinung jetzt im Detailpunkt. Ja. Aber unterm Strich sind wir uns sehr einig. Ich meine, wichtigsten. Spiel. Spiel macht Spaß. Zack, Ben. Das war's. Beweisführung abgeschlossen. Ein Stück weit hat es Nightcheck vor ein paar Tagen auf den Punkt gebracht und ich glaube, dabei kannst du es auch lassen. Wenn der, hat dir SnowRunner Spaß gemacht? Ja, wirst dir dann wahrscheinlich auch Spaß haben. Ist SnowRunner schon doof? Dann wirst du ja wahrscheinlich auch keinen Spaß dran haben. Spaß gemacht. Und macht auch noch immer Spaß. Komm, gib ihm. Weiß, dass du es willst. Jetzt, ne? Was mein Spiel schon was angeht, der wird es ja auch jetzt echt knackiger. Das wird es ja echt ein bisschen schwieriger. Und damit macht es mir auch noch mal Spaß. Das Witzige ist die Bäume, die du hier hast zum Teil, ne? Ich meine, es gibt hier halt wirklich nicht viele. Zeigen dir eigentlich schon ziemlich genau an, immer wo du langfahren sollst. Weil es gibt so wenige und die platzieren die halt immer exakt da, wo es halt schwierige Problemchen gibt in der Regel. Dass du eigentlich schon daran immer so siehst, wo es so ungefähr lang geht. Kann man sich recht gut orientieren. Los geht's! SnowRunner fandst du auch doof, deswegen hast du es nur 36 Stunden gespielt. Das ist bei weitem länger gespielt als ich. Aber ja. Ich glaube, wenn du bei SnowRunner wirklich alle DLCs durchspielst, und es kommen ja noch welche nach, wie gesagt, es gibt ja noch für das gesamte jetzige Jahr gibt es ja sogar nochmal Season Pass. Puh.
bist du schon ein Stück beschäftigt. Da reichen wahrscheinlich dann auch bei weitem keine 36 Stunden. Das war fast alle DLCs, ich eigentlich. Welches war dein Lieblings-DLC? Raketenstart. Ja. Das war Amua, ne? Das war das, was Quikus und ich auch hauptsächlich gespielt haben. Ich glaube, direkt bis zur Rakete sind wir gar nicht mal gekommen, weil wir dann irgendwann ja auf Hard Mode umgestiegen sind. Aber große Teile davon haben wir schon geschleppt. Hast du schon gestartet am Ende? Gar nicht. Aber alleine die Map Amua, die ist schon sehr gut. Die war halt auch echt ganz nice. Wenn du da nämlich schon ein paar bessere Trucks und so hattest, hat Amua dir da nochmal echt einiges abverlangt. Da gab es dann keine Standardwege mehr, keine Wohlfühlzonen mehr und so. Das war schon was. Die Frage ist wirklich, ob ich ohne Scout überhaupt die extrem hohe Schräge hochkomme, die wir da gekommen gesehen haben. Weil ich muss ja entscheiden, ob dieses Plateau da vorne ja noch rauf. Das könnte sein, dass ich das ohne Scout gar nicht schaffe. So, aber wir haben noch fast die Hälfte unseres Sprits. Ist schon krass. Und ich habe diesmal ja sogar noch Reserve dabei. Traust mich ja fast nicht zu sagen, aber ich würde sagen, irgendwie alles easy. Was sie, glaube ich, ein bisschen verändert haben, ist, wie sehr man bei den Bäumen festklebt. Ich habe das Gefühl, die geben jetzt viel mehr nach, kann viel mehr da durchgehen. Auch die Gegenstände, ne, die wir dabei haben, die wobbeln viel schneller, eher mal sich so ein bisschen dran frei. Ich glaube, das Lager könnte sehr cool sein. Übrigens, das wir bauen können. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel so wie jetzt zwei Anker dabei haben als Item, verstehe ich das zumindest so, dass ich es dann da halt einlagern kann. Dann muss ich es nicht jedes Mal irgendwie kaufen. Sondern, weil so verschwindet es ja dann irgendwie anscheinend ja irgendwie auch. Nicht deswegen noch mehr Geld am Ende. Also ein paar Feinheiten sind mir noch nicht so hundertprozentig klar. Aber dann könnten wir es halt da einlagern und wenn wir es brauchen, holen wir es uns das nächste Mal da einfach raus. Das war eher suboptimal. Wird? Ich glaube nicht, die Ubli. Er macht sie auch die 12 voll. Ich danke dir, Uli, für die 12 Monate Prime Abonnement. Vielen lieben, lieben Dank. Ein ganzes Jahr. Mal gucken. Sinnvoll.
Und moin auch. Butter ohne Fly. Moin. So ein paar Prozente hätte man auch noch auf der anderen Seite von dem Plateau übrigens holen können. Vielleicht hätte das sogar schon gereicht. Zu hören. Das ist nur zu schauen, sagst du. Ja, danke. Für die Worte. Ich gehe ja grundsätzlich davon aus, dass das Allermeiste, was ich so von mir gebe, eigentlich in der Regel eher Stuss ist. Das ist eine kleinere Verwunderung ist da schon dabei, aber... Das heißt, wir teilen anscheinend denselben Humor. Das ist doch schon mal ganz gut. Das freut mich. Wobei noch Gandalf. So. Mal gucken, vielleicht reicht's ja schon. Ich bin ja schon ein bisschen höher. Das sieht doch gut aus. Vielleicht muss ich nicht hoch. Wahrscheinlich muss ich hoch. Um das vibroseismische Modul zu benutzen. Nicht immer. Ja, siehst du, das ist doch. Na bitte! So, nun ist die Frage, wo muss ich die Scannung durchführen? Was meint er? Oben drauf? Sehr stark danach. Ich glaube, ich muss da hoch. Na gut. Ich glaube, es wird Zeit rauszufinden, wie gut unsere Handbremse so funktioniert. Spaß im Lurk, Monster. Fahre ich da rückwärts hoch? Ich fahre rückwärts hoch. Ach, vorher noch so gelobt. Ist ja meine. Ist noch an der Binde? Nee. Mal. Ich komme auch hier der ganzen Sache näher. Jetzt ist egal. Jetzt zieh ich es durch, jetzt fahre ich da hoch. So, irgendwas an irgendwas. Ich glaube, ich fahre eher auf was drauf. Vorsicht. Psst. Sind schon demnächst wieder vor Reserve. Hey Baum, lass mich los.
Zug. Okay. Ey, von wegen. Ja, wir müssen uns ein bisschen noch bewegen. Schon reichen. Ey. Uiuiui. Das mit den weicheren Hindernissen, ja, ja, ja. Okay, das war ja klar. Ich glaube aber hier oben ist es tatsächlich gar nicht. Was ein bisschen doof ist jetzt, so funny. Ja, ich entferne mich schon wieder. Tja, ist es da oben vielleicht? Also ich bin sehr nah dran. 50 Meter. Das heißt, es kann, und hier bin ich hergekommen, das heißt, hier wird es nicht sein in dem Feld. Das heißt, hier oder hier. Ja, Drohne wird genutzt. Also so schnell, wie es weniger wird, würde ich darauf tippen, dass ich exakt dahin muss. Und auch da haben wir wieder einen Baum. Stehe ich jetzt hier. Zurücksetzen, da hoch, hier aufs Plateau, darüber mit der Winde und da vorne versuchen. Ich glaube, das müsste drin sein. Ich glaube, ich komme sogar so hoch. Wenn das so ein bisschen schräg anfährt, glaube ich, müsste das sogar drin sein. So. Links oder rechts? Was meint er? Ihr müsst einen Sprit noch für beides haben, wenn nichts passiert. Links oder rechts? Okay, warte links. Hätte ich rückwärts ranfahren sollen. Das war rechts. Das ist tatsächlich noch da unten.
Tada! Gabbing! Wunz, 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 wunz. Expedition. 33.000 Sponsoren. Uiuiuiui. Ist aber viel. 36.900 sogar. Für die verkauften Items. Ja, okay, also verkaufen sie tatsächlich am Ende des Tages einmal wieder. Und da wäre das Lager gar nicht so schlecht, ne? Was ich ganz gerne mal probieren würde, wäre... Da haben wir schon das freie Fahren. Was ich mal versuchen wollen würde, wäre... ob ich da so ein Auto auch capturen kann. Verborgene Schätze. Ah, jetzt gibt's langsam mal richtig Kohle. Hier, 20.100. Boah. Pocuccino. Da müssen wir hin. Die Arkane wieder. Wir nehmen sie. Ist okay. Dann nehmen wir den Don. Das sollte gehen. Mit den großen Autos hast du wirklich den Vorteil, ne? Wenn mit dir, dass du halt mehr Items und so Ressourcen mitnehmen kannst, ne? Da geht's nach Cocuccino. Komm ich wieder nicht durch. Ich kann den Don nicht nehmen, ne? Da komme ich nicht durch. Denn ich habe keinen Schnorchel. Das kennen wir ja schon. Also, Donny Boy, weg mit dir. In den Step. Zufügen. Aber ich lass mal das vibro-seismische Modul weg. Hey, ich will's weghaben. Ist nicht raus. Weg damit. Ich will's auch nicht verkaufen. Verkauf's. So, haben wir uns schon ein bisschen was freigeschaltet. Ersatzradhalterung? Wäre vielleicht ganz cool, ne? Allerdings können wir uns jetzt alle auch die Pritsche wieder draufklatschen. Wieso kriege ich hier denn keine Pritsche? Steht in Konflikt mit dem installierten Addon Heckträger. Denn der Heckträger? Da, ah, Heckträger. Ja, ich hab... Ich würde den ganz gerne einfach nur wegmachen. Moin, Space. Ernsthaft, ich würde den einfach nur gerne demontieren. Wäre irgendwie cool. Soll ich den jetzt? Ich will den noch nicht verkaufen. Außerdem verliere ich da ein bisschen extra Sprit. Oh, noch Butterbee. Fällt mir ja nicht so sehr, muss ich sagen. Ich lasse es so. So. Steppy-Bus haben wir. Hol ich mir was dazu? Was meint er? Oh ja, zumindest den Anker würde ich, glaube ich, holen. Ich kann natürlich mir noch ein bisschen extra Kraftstoff mitnehmen. Ich glaube, ich mache sogar. Ey! Dafür brauche ich Pritsche und die habe ich nicht, also gibt's das nicht. So, na denn? Hau raus.
bisschen Licht. Das ist da. Und los. Wie lange hatten wir gestern gemacht? Ich glaube ziemlich genau 5 waren es, ne? Naja, jetzt bin ich alles in einem Ball seit 7 Stunden dabei. Mir macht's Spaß. Das ist gut. Und hier gibt's noch einen Abwurf. Nehmen wir mal gleich mit. Nice. Lass mal einen Start. Jetzt können wir, deswegen habe ich es auch nur gemacht, mal das Ding uns angucken. Cheeto Chino. Moin, Quickus, das hast du nicht gesehen, Quickus. Jetzt mach mal Halblack hier. Da war gar nichts zu sehen. Der Quickus hat ja. Wie war denn das, Quickus, sag mal? Meintest du nicht eigentlich? Komm schon. Ja, danke. Sag mal. Hält er was ein? Ich erinnere mich an jemand, der meinte, er hätte mehr Vormittagszeit. Mir kommt da so eine Idee. Magst du Batman? Ich eigentlich Vorräte abliefern. Sohi, sohi. Jetzt muss ich hier rein. Das heißt, wir müssen eben mal drehen. Was ist das denn da hinten? Sag nein. Heiko, moin noch Markov. Nö, aber je nachdem, wenn wir ein Spielchen finden, bei dem es sich anbietet. Runner.
Hard Mode. Ja, irgendwie auf der anderen Seite oder so. Aber da könnte man ja mal, wieder ein bisschen was zusammen machen. Ja, Ben. Leute vermissen dich schon. Vor allen Dingen seit dem Granatenkill. Die vermissen dich noch viel mehr. Ich finde, da hast du eine Rolle innerhalb des Streams etabliert. Vor allen Dingen Schädern sehr gefällt. Aber das ist eher wieder schwieriger bei dir. Ja, kein Problem, Pikus. Ich stream auch abends. Oder ist abends auch schwierig bei dir? Parkmap, ja, die ist doch cool. Die sieht doch schöner aus. Bisschen mehr Bäumchen und Vegetation und so. Aber jetzt haben wir hauptsächlich mit der hier erstmal angefangen und deswegen würde ich ganz gerne erstmal ein bisschen weitermachen. Also glaube ich halt auch, weil die hier zuerst gelistet ist, dass die sich da durchaus ein bisschen was dabei denken. Wie gesagt, damals bin ich ja recht schnell Richtung Alaska gesprungen. Das war dann eher sehr schwer. Entsprechend glaube ich, dass ich dabei was gedacht habe mit der Auflistung. In der Reihenfolge. Wen? Den Cheddern! Cheddern sagt immer, er mag es. Cheddern sagt immer, er mag es am meisten, wenn ich in dem Spiel irgendwo sterbe. Schon Trockel. Na, wobbel dich. Ich hätte sogar noch an dem Reifendruck was bringen können, fällt mir gerade ein. Den Reifendruck vergesse ich hier und da immer noch mal so ein bisschen. Komm, hey. Und auch Volke. Na, wer quält sich denn hier einen so ab? Ich bin's nicht. Ich weiß nicht, wen du meinst, Volker. Oder wie ein weiser Mann einst sagte, es gibt hier nur einen, der dick ist. Und der ist nicht dick. Hier so aus dem Wasser heraus. Hoffen wir mal, dass hier ganz viel natürliches Eisen irgendwo vorkommt. Dann gibt es ja durchaus wirklich, so ist es nicht. Aber hoffen wir mal. Ich meine, wir sind hier auch in Amerika. Ja, darf man schon nicht vergessen. Ist auch noch vieles andere möglich. Vielleicht irgend so ein Gender Reveal oder so. Es ist ein Braunbär! Es ist ein Braunbär! Oxidiert. Schon. Eher halt so bräunlich. Es könnte oxidiertes Eisen durchaus sein.
ritzig. Eisen zum Beispiel an einen Zucker bindet oder so. Ja, dann sieht das auch so bräunlich aus. Ist dann durchaus sehr gut wasserlöslich. Ich bin mir eigentlich, hätte in irgendeiner Doku oder so, hätte ich auch schon mal gesehen, da hatten sie so Flüsse gezeigt, die wirklich so sehr, sehr bräunlich waren. Halten auch, dass hier halt sehr viel Eisen rausgespült wird aus dem Gestein. Bist du da unterwegs? Grand Canyon. Region Grand Canyon. Punkt, einer muss da ja langfahren. Heute bin ich es. So, jetzt können wir mal eben kurz pausieren. Mal das Fernglas rausholen. Also da muss ich hin. Da gibt es überall noch Abwürfe. Die Abwürfe könnten wir uns durchaus noch mitnehmen, oder? Bin ich ja dafür. Da war ich schon live am Grand Canyon. Nice! Und? Hast du braune Flüsse gesehen? Zumindest ein paar. Ich glaube, der Hauptstrom, der da durchgeht, der nicht. Da bin ich mir recht sicher. Aber es ist halt auch die Frage, inwiefern die das hier akkurat machen. Ich glaube nämlich nicht. Surprise, surprise. Rein da! Rein da! Ich hab doch, oder? Gar keine Ersatzteile, deswegen. Na dann. Nehmen wir mal welche mit. Machen es mal jetzt. Oh, passt. Machen wir mal die Drohne aus. Mal gucken, ob wir auf der rechten Seite gut durchkommen oder nicht. Hier komme ich zumindest wieder runter. Da komme ich rüber. Hier auf der rechten Seite müsste ich ganz gut fahren können. Frage ist, was ist das? Jetzt gehen wir gleich raus. Bist du? Upgrade. Ui.
Sieht aus, als müssten wir da hinten hoch. Aber das Upgrade würde ich ganz gerne mitnehmen. Ja. Ja, ja. Ich merke es an meiner Motivation. Ah, New Mexico. Was? Da willst du mal hin? Vielleicht können wir da ja mal zusammen hin, Quäkos. Der Quäkos und der Max zusammen im Urlaub. Zwar keine Gebäude, die man hochgehen kann, aber wir können uns den ganzen Tag unterhalten. Über viele Dinge. Ganz viel Spaß. Und auch Spieletreffen für Tyler. Moin. Die USA bekommt keine 10 Pferde. Tatsächlich mich auch nicht. Die Natur würde mich sehr reizen. Ich glaube, da, gerade weil es ja auch so riesig ist, da gibt es einige Sachen, die ich ganz gerne sehen würde. Yay! Aber, puh. So Menschen, Politik, Dinge, über die wir uns jetzt hier nicht großartig weiter unterhalten wollen, muss ich schon durchaus sagen, fällt es mir schwer, andere Worte zu finden, außer die können mich mal. Und zwar, die können mich mal gestohlen bleiben. Und zwar genau so. Wahrscheinlich extrem zu heiß wäre. Ich meine, ich krepiere ja hier schon halb, wenn wir mal irgendwie an die 30 Grad haben oder so. Dann Miramar. Pff. Da würde ich einfach untergehen. Ja, gut los. Ach ja, er schaltet genau wie bei SnowRunner halt auch immer bei Mapwechsel erstmal wieder alle Sachen aus und ein. San Diego, Kalifornien. Ja, das ist ja schon. Aber warst du schon mal in Berlin, Volker? In Südwest-Berlin, sorry. Wir wollen ja, wir müssen ja hier ein bisschen genauer bleiben. Oh, guck mal, eine alte Westernstadt. Die ist ja auch nicht gleich Berlin. Yeah. Ist das cool oder ist das cool? Das erinnert mich an so ein Meme, das ich mal gesehen habe. Wo Leute irgendwie sich so drüber unterhalten aus Amerika nach dem Motto, wie die Holzqualität für den Gebäude Bau irgendwie gesunken ist und irgendwas dergleichen und dann irgendwie alle aus Europa immer nur in den Kommentaren: Das hier ist ein Ziegelstein. Hier raus baut man echte Häuser. 4100. Hier verlief einst der Pfad der Goldgräber, die während des Goldrausches in diese Gegend gekommen sind. Die Historiker sind daran interessiert, den Weg zu dokumentieren, um die Ereignisse jeder spannenden Ära wieder aufleben zu lassen. Erstmal Hauptquest, dann gucken wir weiter. Tja, links oder rechts? Ich glaube, wir fahren mal.
Ja, ja, ich weiß, dass es mit dem Holzbau bei den Amis Standard ist. Aber trotzdem, so, das fand ich immer so witzig. Die sich da ernsthaft drüber unterhalten und immer sind die anderen halt dann immer, nein, Steine, Ziegel, Steine. Mauerwerk. Damals bewusst ein Holzhaus, weil mietbilliger war. Es war alles schon ein bisschen her, aber ich hatte mal so Preise gesehen von wegen Fertighäusern in Amerika. So Häuser, bei denen du halt die Wände durchschlagen kannst, weil das da einfach auf so Presssparen mit so einem Schaum aufgedönst und bla und irgendwas dergleichen ist. Es war schon nicht sehr viel. Lawine. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ich fürchte, ja, wahrscheinlich hätte ich rechts rumfahren müssen. Aber jetzt bin ich hier und jetzt wird's durchgezogen. Obwohl, da rechts komme ich nicht hoch, das ist zu steil. Vielleicht komme ich hier durch. Sprit habe ich. Das sieht ganz gut aus. Das habe ich im Inventar. Hubeldi. Und den Anker habe ich auch. Passt. Wir versuchen es. Damals waren es so um die 20.000 US-Dollar. Ein Haus. Ein Bausatz. Nur aus Pappmaché und Holz und Pressspan. Hart. Ja, ich fahre da nicht lang. Wir fahren nochmal zurück. Das ist ja so ein Sport ja fast schon mittlerweile geworden, dass sie ja vor allen Dingen so New York immer zeigen. So von wegen, wie viel sie bezahlen und wie groß ihr Apartment da von New York ist. Also wenn ich es nicht absolut müsste, würde ich da niemals, also, aber auch schon so nicht, nein, aber naja. Aber das ist schon echt abgefahren, wenn du deine 2.000, 3.000, 4.000 US-Dollar zahlst und dann hast du gefühlt eine Wohnung, die ist kleiner als mein Bad und mein Bad ist nicht groß. Es ist schmal. Moin, Super Ingo. Ja, mir macht das Spiel Spaß. Aber ich bin mit Sicherheit auch nicht repräsentativ für die gesamte Film. Beziehungsweise für die gesamte Spielerschaft. Ich erinnere immer noch ganz gerne an die 6000 Stunden oder so, die ich mittlerweile bei PUBG habe. Einem Spiel, das in den allerbesten Zeiten mal, ich glaube, jetzt ist die beste Rezension sogar. Aber sagen wir mal, im Schnitt über die ganzen Jahre hindurch gerechnet, wahrscheinlich gerade mal so 50% positiv war. Egal wo auf der Welt, Butter B, wenn ich in einer Stadt wohnen würde, und da zählt Berlin tatsächlich ja auch dazu, so weit in der Innenstadt, dass wenn ich rausschaue und nur auf Häuserfronten schaue, ich glaube, da muss ich ja depressiv werden, das könnte ich nicht. Wenn ich rausschaue, ja, dann will ich Bäume sehen, was Grünes sehen. Wenn ich das Fenster aufmache, will ich nicht Autos hören, sondern Vogelgezwitscher und irgendwas Ähnliches. Wenn ich das nicht habe, dann gehe ich ein. Ich meine, die werden auch Vorstädte haben, Randbereiche. Na, das wird es auch da geben. Muss ja so zwangsläufig. Aber zumindest.
Stadt. So mal rein, vielleicht zum Shoppen oder um sein Menschenhaus aufzufrischen. Gut, mal machen. Aber dann bitte auch wieder raus. Könnte sein, dass ich hier durchkomme. Jetzt kommen wir der ganzen Kiste ja schon durchaus entspannt. Okay. Sag mal, wieso habe ich hier zwei Sachen? Schöner Aussichtspunkt, oder? Oh, herrlich. Erstmal rausgucken. Oh. Ich hoffe mal, die hauen mal bald ein Update raus. Guckt euch mal die Auflösung der Oberflächen an. Das ist immer noch verbuggt. Einige Oberflächen werden nicht in der höchsten Auflösung gerendert. Sieht man hier richtig gut. Teilweise, ne, seht ihr, wenn ihr hier so ein bisschen den Sand drumherum seht, ne? Der ist recht hochauflösend. Und dann hast du hier diese Großklopskis, die wirklich nach Miramar aussehen. Irgendwas stimmt da noch nicht so ganz, glaube ich. Ja. Heidenei, wie komme ich denn da jetzt hoch? Hätte ich vielleicht doch hier hochfahren sollen? Ich glaube, erstmal würde ich versuchen, irgendwie hier lang zu kommen. Hier hoch? Zeit für die Drohne! Ui, okay. Ich glaube, da können wir durch. Ich glaube, das ist auch gewollt. Das sieht sehr gewollt aus. Okay. Warte mal, wo wandert jetzt? Ah ja. Von Objekten. Ja. Also irgendwann ist da noch so minimalst im Argen. Ich meine, hier geht's ja sogar. Wir haben es schon gestern ja teilweise so ein paar Ecken gehabt. Da hast du ja dann gefühlt, fährst du da irgendwie wie über Schaum oder so. Also es gibt ja immer so diese Abstufungen. Je weiter entfernt Objekte sind, umso genauer werden die Oberflächen überhaupt noch dargestellt. Wenn da halt ein Fehler dabei ist, dann, ne, werden die halt quasi nicht für die Nähe gerendert. Und das hast du hier und da immer schon mal dabei. Das ist wichtig für die Performance. Ja, gut for Manpower. Aber ich hab doch... Ui. Das ist neu. Noch sonderbar. Moin moin. Hat keiner gesehen. Alles für die Performance. Ganz genau. Ganz genau. Könnt ihr mal schauen? Kann ich meinen... Oh, ich glaube, ich muss wieder updaten. Irgendwann kann ich mein Overlay nicht starten. Ich meine, ich habe es ja eh nur auf 60 FPS gedrosselt. Aber immer interessant zu sehen, was die 4090 dazu sagt. Kriegen wir auch anders raus, so ist nicht. Auch eben den hier machen. Wäre mal interessant. Raka sagt 16%. Jetzt habe ich gerade rausgezwitschelt. Oh, nee, wir lassen uns mal laufen. Kann sein, dass der so einen Modus hat, dass wenn das Spiel nicht im Vordergrund läuft, der gewisse Ressourcen dafür runterfährt. Oder den Verbrauch.
Hallo, da sind wir. Was bist denn du? Ja, aber da kann man eine Brücke bauen. Da liegt das Öl dicht unter dem Boden. Hörst du schon die Wagner-Musik? Die Army kommt gleich vorbei. Cracking und Crack. Die beiden wichtigsten Säulen der amerikanischen zivilen Gesellschaft. Zu gleichen Teilen. 94, 97. So, Hibohi. Jetzt haben wir das Problem, jetzt muss ich noch bis da nach hinten. Das könnte schon sportlich werden. Ich glaube, ich sehe eine Passage. Ich sehe hier rum eine. Es gäbe vielleicht eine spannendere, und zwar hier lang. Ich glaube, ich kann hier zum gewissen Teil aber auch bergab hier rumfahren. Kann ich vielleicht ohne umzudrehen weiterkommen? Ich glaube ja. Ja, müsste so gehen. Das ist ja fast Luftlinie. Ich hätte gern ein bisschen besseres Licht. Okay. Ja. Sprit haben wir noch halbe. Ich habe aber noch meine Reserve. Schauen wir mal. Ich glaube, allzu weit müssen wir nicht mehr. Machen wir mal schräg. Oder auch nicht. Das Wasser ist nicht sonderlich tief. Was meint er? Ja, ich kann auch... Oh, das hat wehgetan. Und hier will ich hoch, ja. Sieht ja sportlich aus. Na gut, dann machen wir das mal. Was ich das nur ausgedacht hat. Ich meine, ich bin vorher schon recht schräg drauf. Könnte was werden. Dass ich nicht vorne einfach nur blöd gegenfahre. Das sowieso. Na bitte, na bitte.
gut aus. Beste Route, die ich mir da so ausgedacht habe. Ich dachte, dass sie darauf kommen. Wieso nicht, Jumpin Spider? Moin. Danke für dein Follow. So nicht? Ich bin Snowrunner-Veteran. Hallo? Und zwar Snowrunner Hard Mode Veteran. Hat was zu bedeuten. Steht auch in meinem Lebenslauf. Erlitsch? Guck mal, da ist sogar ein Aussichtsturm oder so ein Feuerwachenturm wahrscheinlich. Obwohl, was soll hier brennen, ne? Aber eben mal hier den hier, oder? Rund ums Wasser. Okay. Wohl, warte, Motor nochmal aus. Ich würde mal sagen, wir schmeißen mal eben mal die Drohne an. Denn ich muss jetzt hier auch wieder runter. Das könnte interessanter werden. Naja, ne? Also. Achso, genau. Ich wollte hier links um den See rum. Genau. Aber es ist alles in allem schon recht hoch. Ja. Full Speed ahead. AK volle Kraft voraus. Jawohl, der Kaloi. Miku sagt, das geht und der ist auch Hard Mode Veteran. Whee! Batz! Ja, hat geklappt, ne? Snowrunner. Ohne die Drohne hätte ich den Weg bergab auch nicht gefunden. Muss man. Gadgets bringt schon was. Ah, guck mal. Der Lack ist fast komplett noch da. Also alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Jederzeit. Mal gleich hier anschauen, was die hier von uns wollen. Ich schätze mal, wir müssen den Feldsturz beiseite räumen. Tja, hätte ich welche. Habe ich welche? Ich habe welche. Vielleicht beim nächsten Mal rückwärts mit der Rahmenleitung. Wow. Oder seitwärts. Seitwärts. Wenn du dich gut abrollst, nimmst du auch weniger Schaden. Kriege ich kein Geld? Vielleicht am Ende. Meine schönen Ersatzteile. Oder Abseil mit der Seilwinde. Das ist schon ziemlich schlau. Kann schon sagen. Ich weiß ja nicht, ob mir das vielleicht zu schlau ist. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Seite wirklich rumfahren will. Muss ich dir nicht erklären, ja, weiß ich nicht. Ich wollte sie ja nicht sagen, um mich zu verunsichern, als wir uns gesehen haben, Petrus, aber auch, ich mache quasi auch sowas ähnliches wie Parkour. Bald im Sitzen. Aber ich liege sehr viel. Vor allem nachts.
Da rolle ich mich durchaus auch durch die Gegend. Also ich würde schon sagen, ich habe da gewisse Erfahrungen. Ist jetzt doof. Ist jetzt ziemlich doof. Snowrunner-Veteran. Tatsächlich habe ich mich lange Zeit immer auf dem Boden rumgerollt. So wegen Lockerungsübungen, wegen der Schulter und so. Das ist Krankheit. Mittlerweile komme ich deutlich besser damit zurecht, weil ich halt insgesamt ein bisschen so Sport mache. Aber ja, es gab Zeiten, da habe ich mich recht häufig auf dem Boden rumgewälzt. Das nicht, um was dazu zu verdienen. Da seht ihr mal, hätte man eigentlich gut doppelt nutzen können. Das wäre doch mal entspannter Extra-Content gewesen. Aber rund ums Wasser. Wasser ist hier selten genug, deshalb nehmen wir es, Fotos davon zu machen, wenn wir können. Ich nehme es mal. Fotografiere den Teich. Ah! 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 Nein, nein, nein! Na toll, jetzt muss ich wieder raussuchen, was hatte ich denn davor? Untersuche die Steinhügel an der Furt. Jetzt muss ich das irgendwie so machen. Verborgene Schätze, vielleicht kriege ich das ja. Jetzt kriege ich die Marker dafür nicht mehr rein. Ich bin nämlich sehr weit von der nächsten Tankmöglichkeit entfernt. Obwohl, guck mal, hier oben gibt es Abwürfe. Deshalb ich ehrlich gesagt ungerne jetzt meinen Sprit für irgendeine Nebenquest raushaue. Vor allem kriegst du, was hat sie so gesagt? 3.500 oder so was waren es, ne? 3.6? Jo, wenn ich die ganze Quest mache, krieg ich 20.000. Wenn ich die verkacke wegen ein, zwei Fotos. Sehr wertvoll, sehr wertvoll. Schön. Tja, was meint er? Sprit. Lieber die Knochen mitnehmen? Schrott. Tja, na, ist so die Frage. Wie bekomme ich denn für so einen Knochen? Könnt ihr mir das nicht erzählen? Könnt ihr mir nicht sagen? Von hier aus sieht das definitiv aus wie ein Beckenknochen eines Spinosaurus. Eindeutig. Geld ist Geld. Ich fürchte, ich bekomme dafür mehr Geld. Also, ist gut. Das ist so, das ist, also entweder weiß ich nicht, also vielleicht kennt einer von euch eine Möglichkeit, aber ich möchte das hier. Schummelt? Muss ich jetzt da so? Und noch war aber ja. Ich hätte halt ganz gerne das so, wie es davor war, bevor ich die dämliche Nebenquest angenommen habe, hätte ich ganz gerne die Hauptquest angepinnt. Jetzt steht hier immer noch, fotografiere diese dämlichen Teiche. Nein. Wollen wir stoppen? Okay, wir haben's. Okay, ich kann also die Hauptquest nicht anwählen, ich kann die Nebenquest nur abwählen. So funktioniert es. Meine Güte.
Das hätten sich auch die Leute aus dem Microsoft Store nicht besser ausdenken können. Aber wenn man es weiß, funktioniert es. Und auch Wieben. Schönen guten Tag. Meine Güte, ist aber Strömung. Ich glaube, da gönne ich mir erstmal einen Scan. Rückwärts? Okay, na gut, ganz gut. Selber. Was bin ich denn da verbunden? Das klingt doch sehr gut. So muss das sein. Okay, es war deutlich unspektakulärer, als ich es mir vorgestellt habe. Naja. Ja. Also muss man ja auch so eine gewisse Wende üben. Kann man ja auch nicht einfach so. Scan dich. Ping dich. Es scheint, als ob da noch etwas unter, dass es noch etwas unter Wasser gibt. Vielleicht etwas Wertvolles. Ach, das blaue Ding ist mein eigener Marker. Finde das versteckt zwischen den Steinen Goldklumpen 1 von 2. Soll ich da jetzt wirklich ins Wasser rein? Nee. Ach, nö. Ah. Na gut. Dann geht's nicht anders. Seht ihr, hätte ich eine Pritsche dabei. Hätte ich eine Pritsche dabei. Puh. Ich glaube, wir scannen mal eben. Sehr tief ist es nicht. Einmal los. Die Strömung macht mich ein bisschen kirre. Wackelt. Dreiviertel voll Tank plus noch unsere Extra-Reserve. Auch gut aus. Aber ich frage mich wirklich, wie sie das sich vorstellen. Klar, dann hätten wir jetzt die Pritsche mitgenommen. Hätten uns da extra Sprit drauf gepackt oder sowas. Dann hätten wir vielleicht genug Sprit insgesamt. Aber für die Nebenquest du verbrauchst schon eine ganze Menge. Den Spielraum sehe ich da jetzt teilweise zu. Vielleicht dann später beim freien Fahren halt eher oder sowas, ne? Das schaltest du ja dann für die Map ja irgendwann auch frei. Wenn die dann auch so bestehen bleiben. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, im Verhältnis. Du kriegst ja irgendwie ja, ein paar tausend dafür, dass du dann halt wirklich alles riskierst am Ende des Tages.
Genau, genau. Jetzt fahre ich hier quasi nochmal komplett und wir müssen ja hier durch diese kleinen Teile wieder hoch, ne? Hier bin ich ja runtergehopst. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich so fahren. Dann wieder hier hoch, wieder hier rein. Dann irgendwo hier hoch, zack. Brauche ich eben nochmal so, keine Ahnung. 500 Liter Diesel und dann sind wir da. Morgen Mittag dann. Ja, mit so einer Pritsche kannst du halt mehr transportieren. Ne? Auch an solchen Objekten wie eben gerade. Jetzt hätten wir zum Beispiel den Spinosaurus-Knochen durchaus mitnehmen können. Los. Kannst halt nochmal Benzin einlagern. Und zwar mehrere Einheiten. Jetzt wird's schon spannender. Bringe die Fracht, Wissensausrüstung. Muss seine Ladung unbedingt sichern, wenn man einen Anhänger benutzt. Die letzten Expeditionen, die dieses Gebiet durchquert haben, haben diesen Rat nicht befolgt und jetzt müssen wir deren Ladung einsammeln. Es gibt keinen Grund, sie verkommen zu lassen. Verfolgung stoppen. Vielleicht im freien Modus. Vielleicht im freien. Kommt man da hoch? So, warte mal. Ich muss da ja gar nicht hoch. Ich habe ja eine Drohne. Ja, der ist kaputt. Und da muss ich hin. Könnte durchaus trotzdem schlauer sein, drüber zu fahren. Also, ein paar Sachen gibt es da noch. Da hinten könnte ein Upgrade sein. Ich glaube, wir fahren den Umweg sogar hier hoch. Und mal schauen, ob wir hier hinten irgendwie weiter hochkommen. Nicht so aus. Aber ich komme hier links hoch. Das ist gut. Ja. Wie ist es schon, Fans? Wenn man sich erstmal so echt so ein bisschen daran gewöhnt. Also je länger ich spiele, umso positiver wird tatsächlich auch mein Gesamtresümee. Bis auf der Ding mit dem Price, da bleibe ich dabei. Aber ansonsten, es macht mir immer mehr Spaß, je länger ich spiele. Ja, jetzt gibt mir aber Gas hier. Schauen, ob ich das mit dem Fernglas von hier aus sogar schon mir anschauen kann. Ich weiß, dass da was dahinter ist. Ich weiß es. Das ist ein Stein.
25.000 haben wir schon mal. Jetzt schauen wir mal eben, ob ich mir das hier noch freischalten muss. Baumodule. Weil hier ist ein Basismodul, ne? Schau doch mal, schau doch mal. Agian. Action. Lagerhaus. Ich würde vielleicht wirklich noch versuchen. Ich glaube, das da oben ist nämlich ein Upgrade. Das sah vorhin ähnlich aus. Ja, es ist ein Upgrade. Das würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Müssen wir nochmal gucken, wie ich da hochkomme. Da hinten. Hier sehr schwer. Naja, darüber. Aber das Upgrade würde ich noch ganz gerne mitnehmen. Allerdings haben wir jetzt ja hier auch einen Haltepunkt, ne? Also von hier aus können wir uns, hier können wir uns jetzt ja auch hin, ne, mit hinballern lassen. So, okay, das heißt, das war, hier, hier. Und wieso? Ja, das machen wir mal noch. Frage ist halt, kann ich das nicht jetzt schon irgendwie verkaufen? Mist. Habt ihr gesehen, wie viel es war? Ich glaube, 1000 war der Knochen. Hat einer gesehen, was das Große war? Dieses Rückgrat und mit den Rippen? Was das gebracht hat? Bei 1000 für den kleinen Knochen sozusagen, das ist jetzt nicht so viel. Hätte sich dann vielleicht sogar die... Hätten sich eher die Ersatzteile gelohnt. Schwer machen. Wenn wir schon mal ein Bäumchen haben, dann können wir den noch mitnehmen. Das sieht ja nicht so prickelnd aus. Vielleicht hätte ich es doch eine Terrasse tiefer machen sollen. Hier purzeln oder werde ich hier nicht purzeln, ist ja die Frage. Jetzt geht's noch. Aber ich ist ein gutes Upgrade. Also dann, aber. Also ich schließe mich auf jeden Fall der Kritik von vorhin an. Dass das nicht so cool ist, dass du. Dass wenn eine Expedition sozusagen vorbei ist, dass du dann auch komplett, ja, dass es ein Stück weit resettet wird. Also auch wo deine Autos stehen und alles, dass das halt mehr oder weniger alles verloren geht und du gefühlt immer wieder so ein bisschen von vorne anfängst.
Am Leuchtarbeiter fand ich das Open-World-Gefühl insgesamt ein bisschen cooler, wie wir es davor haben. Das geht jetzt so ein Stück weit dadurch verloren. Ja, das war irgendwie immer schon ganz witzig, wenn du da irgendwo dann... Hast du deine Anhänger irgendwo geparkt oder so, ne, mit ein bisschen Sprit. Oder wenn es irgendwie ein schweres Problem gab, weil du da schon mal dann deinen Truck rausziehen musstest mit einem zweiten Truck, hast du den zweiten Truck einfach stehen gelassen. An der Position und so. Das war schon cool. So hatte sich das alles doch so ein Stück weit. Hatte das doch so ein bisschen was Persistentes. Das geht jetzt hier. Dadurch haben wir uns jetzt hier noch weiter davon entfernt. Obwohl ich mir so gewünscht hätte, wie gesagt, dass da sogar noch mehr mit dazu ist. Na, dass er sich vielleicht merkt, welchen Baum man schon umgerissen hatte. Sowas, ne? Wenn du dann eh schon den Weg komplett durchgepflügt hast. Uart 4. Okay. Sowas. So. Oh, 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 oh. Ach komm. Ja, da hätten sie mal noch die 2 Dollar draufpacken können. Das ist ja frech. Das ist ja sehr frech. So, Arizona. Oder mal ein bisschen Karpatskis? Mal ein bisschen die Karpatskis. 3,8? Nee. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei den anderen. Da kriege ich nämlich für die fortgeschrittene Quest deutlich mehr Kohle. Da können wir uns mal vielleicht auch einen besseren Wagen leisten. Cocochino? Cocochino. Dringende Reparaturen. 18.600. Ja. So wie ich das sehen. Alles Geld. 32.000, 28.000. Easy. Ich glaube, wir gehen weiter zum Hauptausstellungsstück. Keine Anforderungen. Okay. Tja, ist die Frage. Gehe ich jetzt mit dem Don rein, dann kann ich weniger Sachen transportieren. Ich hätte aber mal wieder Bock, mit dem Don zu fahren. Alleine deswegen würde ich sagen, machen wir das mal. Ich sag nein. Oh, die haben aber eine geringere Kraft, dafür eine höhere Kraftstoffeffizienz. Ich nehme mal die Effizienz. Tja, welche haben wir drin? Wir haben schon wirklich recht gute. Oh, guck mal, das sind Schaufler. Die brauchen wir. Tja, schade, dass wir hier nur in Anführungszeichen die verlängerte noch haben. Erweiterte, leistungsstarke Winde. Oh, so fein. Der was? Wir müssen dieses elende vibroseismische Modul da endlich mal loswerden. Schutz. Das wäre halt cool, ne? Wenn wir den hätten. Alte Feuerstellen müssen wir dafür abschließen. Das wäre echt cool, wenn wir das hätten. Da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen was draufpacken. So. Dann machen wir mal. Expedition. Hauptausstellungsstück. Kohleausgrabungswerkzeug. 0 von 1. Erkunde das Gebiet. Puh. Ernsthaft? Ist es da nicht schlauer sogar, hier wieder hier durchzufahren und so weiter?
sportlich. Aber wir versuchen. Mein, was kostet die Welt, ne? Easy papisi. Ich will da lang. Ja, pff, keine Ahnung, hier lang? Schauen wir mal. Ich meine, ich habe jetzt einen Überrollkäfig. Vielleicht kann ich mir auch einfach... Ich habe keinen Notanker dabei. Ich könnte mich ansonsten ja auch wirklich einfach ein bisschen plumpseln lassen. Hier. Na, hier haben wir es wieder ganz stark. Dass die Oberfläche nicht komplett gerendert wird. Jetzt schon. Wenn das mal kein toller Ausblick ist, den werden wir mal eben nutzen. Ja. Ne? Scheint es jetzt so auf Anhieb ja nicht allzu viel zu geben. Aber ich muss sie halt irgendwie runter. Ich muss da vorne lang. Yeah. Er bounced. Gönnen wir uns mal Allrad. Ist witzig, ne, dass wir hier, ich weiß gar nicht, ob es ein Heckantrieb ist oder ein Frontantrieb. Wie recht witzig, dass wir hier sogar ohne Allrad recht gut zurechtkommen. So, ich glaube, ich gönne mir mal die... Ach, schwer, aber müsste gehen. Also ideal ist anders. Aber ich glaube, da komme ich runter. Ist da? Ich glaube, ist da. Los, ziehen Abfahrt aus. Zack, ja, wir müssen den Überrollkäfig auch mal testen, ne? Sonst wird das nichts. Weil dafür habe ich gutes Geld bezahlt. Na, danke. Das war's. Ja, nee. Ich versuche andersrum, warte mal. Nee, da komme ich auch nicht hin. Na bitte, das sieht doch gut aus. Snowrunner Veteran. Ich habe ja eh keine Differentialsperre.
Also Win-Punkte haben wir jetzt schon mal definitiv. Wobbledy, 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 wobbledy. Ja. Ich fürchte ja, so wird das nichts. So. Hallo. Für so eine Werkstatt? Ich sag nein. Weil wir müssen in die Richtung. Hier bin ich eben gerade stecken geblieben. Nein, nein. Jetzt. Kostet mich halt auch echt immer ein Tausender. Ah, da ist schon... Mayday, genau. Lass den Helikopter. Lass den Helikopter, bitte. Easy. Wenn jetzt die Winde auch noch rückwärts und so, ne? Ich kann sie ja nur zu mir ranziehen, ich kann die ja nicht lockerer lassen. Sonst könnte man sogar wirklich überlegen. Genau so wird's gemacht. Genau so. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal gucken, wie wir weiterfahren. Also zu den Abwürfen würde ich schon noch ganz gerne nach oben. Easy, easy. Manchmal muss man halt auch einfach auf Glück setzen. Ist halt einfach so. Also ein bisschen eingedätschelt sieht er ja schon aus, ne? Aber ich würde sagen, ist okay. Handel! Das war teurer. Ich nehme es mit. Was bist du denn? Stelle einen Anker auf eine ebene Fläche mit Ankerpunkt.
Kann ins Inventar zurück. Nice. Nicht schlecht, oder? Ein wiederverwertbarer. Jetzt können wir die Kiste erstmal... Warte mal. Jetzt können wir die Kiste erstmal so ein bisschen reparieren. Und quasi wie neu. Man sieht schon, wo wir hinwollen, nämlich dahin. Ja, ne? Sag mal, interessant. Ich kann ja eben mit der Drohne mal gucken. Der Übergang, was für uns ist. Ach, guck mal, hier wurde sogar Öl abgebaut. Da müsste gehen. Aber wenn man so näher rankommt, auch schon schwieriger, aber ich würde sagen, müsste gehen. Frage ist am Ende natürlich, bringt es mir was, wenn ich überhaupt auf dieses Plateau weiter setze? Oder nicht? Weil vielleicht komme ich da am Ende des Tages halt wiederum gar nicht runter. Das kann durchaus sein. Naja, wir finden es mal raus. Es gibt ja eh mehr als einen Weg. Insofern braucht man sich da, glaube ich, nicht allzu sehr den Kopf drüber zerbröseln. Machen. Das neue Hoch ist nicht da. Was? Das neue Hoch, nicht das neue runter? Oh ja. Versuch das mal im Alter, lieben. Dann reden wir uns wieder. So, ich glaube, hier gehe ich sogar mal ein bisschen vorsichtiger ran. Wir haben ja den wiederverwertbaren Anker. Ist wiederverwertbar, warum der Geiz? Wie läuft das jetzt? Nehme ich den jetzt wieder mit? Ist das wer? Lazy. Ta. Also wenn ich näher dran fahre. Mein Name ist Jason. Springt immer so nach vorne gleich. Ich hab immer Schiss, dass ich hier einfach mal eben komplett runterkegel.
So, jetzt bin ich quasi direkt da. Weiß es jemand? Meinen die damit vielleicht was anderes? Könnte es sein, dass der hier bleibt? Dass der quasi einfach nur persistent in der Welt bleibt? Ich den gar nicht einsammeln kann, sondern ne, nicht verschwindet. Das könnte auch gemeint sein. Ansonsten, keine Ahnung. Ich kann ja auch nichts irgendwie anwählen in der Welt oder so. Und hat auch nichts gebracht. Was stand hier zurück ins Inventar? Vielleicht, wenn ich ein Stück weiter fahre, landet der automatisch wieder in meinem Inventar? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall habe ich erstmal keinen. Aber ziemlich hoch. Hier kann ich auch nicht runterhopsen. Hier könnte ich es mit dem Hopsen versuchen. Ich werde eigentlich nicht immer auf Glück setzen. Ist ja irgendwo mal so einen kleinen Weg rund. Irgendwie nicht so aus. Naja, dann, ne? Müssen wir es versuchen. Muss nur darunter springen, wo es kein Fluss gibt. Das ist ein Problem. Ob das noch Zufall ist? Oder können? Ich hatte gestern schon so ein bisschen das Gefühl, dass die schon so ein bisschen dafür sorgen, dass du in der Regel eher wieder auf allen Vieren landest, selbst wenn es eigentlich nicht der Fall wäre. Dass da so ein bisschen so eine ganz leichte Unterstützung mit dabei ist, die dann mal eben in die Spielphysik eingreift und dir hilft. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, je länger man fällt. Also wenn wir jetzt wirklich vorhin, wo wir es hatten, wirklich nur ganz eine kleine Stelle, dann kippt der einfach um, dann ist okay, dann passiert da nichts mehr. Aber wenn du so ein bisschen am Purzeln und am Rollen bist oder so, habe ich schon das Gefühl, dass er dafür sorgt, dass du wieder kommst. So, das Traurige ist, dass der eigentliche spannende Part überhaupt jetzt noch kommt. Denn ich weiß nicht, ob ich mit der Kiste durchs Wasser durchkomme. Bis jetzt hat das kleine Autochen ja nicht so unbedingt geblendet. Damit, wenn es darum ging, durchs Wasser zu fahren. Aber ja, ich muss hier durch. Vorher wäre es noch ganz cool, wenn ich hier noch irgendwie runterkäme.
glaube, hier konnte man runter. Ich will eigentlich nicht mal kurz hier spielen. Wir suchen uns mal einen echten Weg. Oh, warte mal. Sah so aus dem Augenwinkel so ein Stück weit danach aus, als könnte man da vielleicht bergab, aber... Nope. Was? Das sieht schon. Was war denn das gerade für eine Anzeige? Habe ich irgendwas verloren an Attributen? Bei den Leisten da drunter oder was? Oder war das so ein bisschen so eine Schizo-Attacke wie im Autoradio? Ach übrigens, Sie hören. Wussten Sie schon, Sie hören den Radiosender XY. Alle 10 Minuten übrigens. Wussten Sie, Sie fahren Auto. Ein Kilometer schauen, möchten Sie den umfahren? Wir hier gleich beim gefährlichen Wasserstand dabei sind. Dann sehe ich auch noch Strömung, also Pudidudidi. Das sehe ich da ja noch nicht so eiskalt durchfahren. Okay, dann werden wir mal den Scan starten. Oh, es wird sogar gelb. Shit. Das ist nicht die einzige Wasserfurt. Höchste Auto sagt gleich nein. Feines Auto. Feini. Hast du gut gemacht. GG easy. Zeit, um jetzt zur Seite hier runter zu gehen. Ah, komm ich vielleicht hier so irgendwo hoch? Ist ein bisschen weit weg, oder? Vielleicht sind wir noch nicht durch. Nice. Nice. Sprit ist noch gut. Das passt auch noch so halbwegs alles. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen dahin. Oder? Was meint er? Wir haben genug Sprit, wir können es uns mal von oben anschauen.
Aber ich glaube ja fast, wir werden nochmal rechts einen Umweg fahren müssen. Ja, ich glaube auch lazy. Ich glaube, wir müssen rechts rum. Sie sagt nach rechts. Ich fürchte, er hat... Er will schon kurze Wege. Da müssten wir dann gleich rüber. aber ja. Benutzen wir erstmal dieses hier. Da müssten wir dann auch gleich rüber. Weil man sieht immer ein bisschen was. Das heißt, es sieht schon mal ganz gut aus. Hier, werte Freunde der Sonne, sehe ich nüschte. Und da müssten wir eigentlich rüber. Das hier kann ich nicht sehen, aber ich sehe das hier ein. Das ist das da vorne. Ich glaube, ich erkenne noch so ganz einfach... Ich sehe sogar ein paar Steine. Es könnte sein, dass man da durchkommt. Aber es sieht auf Anhieb hier... Sah zwar steiniger aus, aber flacher. Da wir keinen Schnorchel haben, würde ich sagen, wir machen es so rum. Wir nehmen den Umweg. Alter. Jetzt wird's staubig. Teile habe ich ja sogar durchaus dabei, also vielleicht können wir das ein oder andere noch irgendwie aufbauen. Obwohl wir auch keine große Kiste haben, also sehr viele Ersatzteile wiederum auch nicht. Schön auf den Berg geschlafen. Ah ja, komm, ne? Soll ja auch draußen passieren. Wenn du hier unterwegs bist, musst du mit Sicherheit auch mal ein kleines Zelt dabei haben. Und dann schön beim Aufstehen von da oben in den Fluss pinkeln. Als allererstes direkt nach dem Aufstehen. Und dann den Klappspaten rausholen. So, da wären wir. Etwas bedrohlich sieht es ja durchaus aus. Zur Lücke. Ja. Okay. So, sich da noch was? Ah, so ein bisschen schon. Weißt du, was jetzt richtig cool wäre? Ein Anker. Das Problem ist, das Wasser drückt mich. Ich werde mal ein Stück zurückfahren. Das Wasser setzt mich jetzt immer weiter fest.
Mist, Mist, Mist. Ah, ich muss ein bisschen weiter rechts durchfahren. Ich brauche ein bisschen mehr Abstand zu den Steinen zur linken Seite. So weit. So weit, so war es nicht gedacht. Wie bin ich denn vorne entfernt? Es ist nicht weit. Das ist cool, wie der aber auch noch super entspannt drin sitzt, als wenn gar nichts passiert ist. Oh ja. Der Motor leidet. Tja, und wenn ich versuche, auf den Steinen zu fahren? Ich komme gegen die Flut nicht wirklich an. Gegen die Strömung. Will ich nicht an. Hilft mir entweder, weiß ich nicht, Kraftübertragung, Kraft, irgendwas, aber. Shit. So, jetzt dann drücken bei dem Windmenü. Zieht er. Dann fängt er an zu ziehen. Ja, ach so, warte mal. Ach, wir haben ja noch den hier. Sind wir aber auch tiefer im Wasser? Komm schon. Ja. Juhu. Easy. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir hier nicht in der Nähe irgendwie so ein bisschen Vorräte oder so finden, um unser Auto zu reparieren. Aber... einfach, sag ich euch. Einfach. Schaut mal, hier steht sogar noch irgendein Auto. So, jetzt bleibt's die Frage. Was machen wir? Hier links sieht's ja überhaupt nicht danach aus, als wir durchkommen. Oder wir nehmen schon... hier die nächste Wasserfurt. Irgendwas sagt mir aber, das sollte ich nicht. Ich sollte möglichst versuchen, so viel wie es nur irgendwie ansatzweise geht, über Land zu fahren. Wir können uns mal kurz eine Kleinigkeit umschauen, ob ich hier schon vielleicht irgendwie einen Abwurf oder so sehe. Ist das nicht mehr Expedition? Ja, ne? Das ist doch cool. Oh, die sieht aber recht machbar aus. Ach ja, die haben wir auch aus der Entfernung gesehen vorhin. War ja was. Und die hier sehen auch durchaus machbar aus. Vielleicht doch links rum. Hier fahren wir ein Stück weit durch unbekanntes Territorium. Ich weiß, dass ich bis hier ganz gut komme. Also wahrscheinlich, ne? Aber zumindest das sah erstmal ganz entspannt aus. Ich würde sogar tatsächlich tendieren, links zu fahren. Wenn wir mindestens zweimal häufiger durchs Wasser fahren müssen. Was sagt er? Wasser oder Land? Links oder rechts? Oder? So. Bin dabei! Bin dabei! Sehr gut, sehr gut! Oh. Aber ich sollte mal die Reifen wieder auf normal stellen erstmal. Sollten uns mal überlegen, ob wir hinten hier, da wo jetzt dieser Expeditions-Benzintank ist, ob wir da nicht sogar. Ob wir da nicht sogar irgendwie auch Reparaturzeug noch mit reinzubekommen. Ja, Gucci. Sehr gut. Sind wir uns alle einig?
Guck mal, ist das überhaupt der richtige Weg? Hätte ich oben fahren müssen? Naja, im Endeffekt ist es doch Wumms, weil es gibt ja immer nur eine Sache, die uns fehlt, und zwar ein Schnorchel. Ja. Schnorchelbus und wir hätten's. Das ist mal. Eieieiei. Sehr stabiles Seegras oder Schilf. Ah, guck mal. Sicht aus der Entfernung hat nicht getrübt. Da ist die nächste. Ist ein bisschen tiefer. Die ist tiefer. Also mit vollständig repariertem Motor würde ich ja sagen, geht noch. Noch können wir rumdrehen. Ich bin noch nicht abgesoffen. Nee, hey, was sollen wir? Na? Tja, vielleicht sogar echt mittig durch. Hier werden wir das Problem haben, dass wir irgendwann gegen den Baumstamm fahren. Das heißt, ich würde sagen sogar, witzigerweise zwischen den beiden durch könnte das Beste sein. Hier ist es zwar schmaler, aber wir haben hier das Problem, dass es hier sehr tief runter geht, dann für kurze Zeit. Die Strömung da sogar noch schneller ist. Ich würde sagen, ab durch die Mitte. So gut wie kaputt. Shit. Ich glaube, hier sehen wir gerade das Ende. Ist ein Anlauf vielleicht? Hier ist es ziemlich tief. Da geht sofort wieder steil nach oben. Das heißt, die Motorschnute müsste gleich wieder nach oben rausschauen. Oh, noch Red Flaggy. Tja. Ja, ich würde sagen, ich stelle mich quer im Anlauf, fahre bis hier rum. Also da, wo Signal jetzt steht. Fahre bis hier ran. Gib Gas. Petz dagegen. Und hoffe, dass mein Motor sofort wieder rausguckt. Weil du kannst so eine halbe Sekunde... Ungefähr eine halbe Sekunde bis Sekunde kann der Motor komplett unter Wasser sein, ohne dass du Schaden nimmst. Das ist mir mal so aufgefallen. Ich glaube, das sollten wir versuchen zu nutzen. Feuer spuckt die ganze Zeit. Nicht doch irgendwie. Puh.
Ja! Es hat geklappt. Oh. Prozent auf dem Motor. Es reichen jetzt auch schon Kleinigkeiten. Wir sind weg. Batz, 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 batz. Das unverbrannte Noss, was da hinten rausfliegt. Ja, ich war auch sehr skeptisch, ob das funktioniert. Vor allem, weil wir irgendwie dann nochmal vorher kurz abgesetzt hatten mit der Geschwindigkeit. Da dachte ich schon, das war's. So. Zeit, ein bisschen sich umzuschauen. Was würde ich jetzt für Abwürfe geben? Oh nein, wir sind am Arsch. Schaut mal, da hinten wären wir... Komm nicht weiter nach oben. Aber jetzt quasi da, wo das N aus dem Kompass steht. Da wären wir rumgekommen. Das sieht relativ seicht aus. Wir hätten rechts rumfahren sollen. Obwohl, jetzt, wenn man näher rankommt, sieht das hier sogar noch ganz gut aus. Eigentlich müssen wir nur noch rückwärts fahren. Um den Motor im Zweifelsfall nicht zu treffen, wenn ich irgendwo gegenfahre. Zumindest über so kritische Stellen sollten wir das machen. Vor allen Dingen, ich meine, wir müssen da noch hin. Oh. Obwohl, ich glaube, wir hatten hier irgendwas. Aber ich muss da sogar noch hin. Cheat. Aber, ja, cool. Feuerwerk, Feuerwerk. Eieiei. Also ich finde wenigstens fürs Versuchen und B-Note oder was weiß ich dergleichen, sollte das Spiel schon mal die Hälfte, ja. Die Hälfte wenigstens der verdienten Quest-Credits hier rüberreichen. Das Auto ist froh, wenn sie die Garage schafft. Ach. Ich glaube auch. Aber noch 3%. So. Point of Italian Strike. Das sieht zumindest machbarer aus. Ich werde mal aber nicht nachlässig sein, sondern ich werde mal gucken. Ja. Ich glaube, hier können wir sehr, sehr gerade durchfahren. Das müsste gehen. Hier wird es kurz ein Müh tiefer. Wenn wir das ein bisschen weiter rechts zum Stein hier fahren, geht das hier über die Steine oder vielleicht sogar über den Stock drüber. Mal gucken, wie wir da weit kommen. Das müsste sogar echt noch gehen. Hier haben wir vielleicht sogar eine größere Wahrscheinlichkeit, irgendwie den Motor so anzudetschen. Fahr sogar manchmal über den Panzerschild hat mir zugeschlagen.
Zombie. Ich werde mal nochmal kurz schauen. Ich will nämlich nicht vielleicht hier einen Abwurf übersehen oder so. Shit. Ich hätte gerne ein bisschen. Hätte ich nichts dagegen. Was aus dem Reifen für mein Grip? Dann sitzt, liege ich aber noch tiefer. Wenn ich nicht vorwärts komme, ja. Aber dann bin ich im Fluss noch tiefer und die Schnorchelaffäre ist halt eher mein Problem. Guck mal, also reicht hier schon irgendwie 2-3 cm Wassertiefe reichen schon aus, um den Schweißberg auf die Stirn zu treiben. Direkt hier lang. So, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, wie wir hier hochkommen. Also außen müssten wir dran vorbeikommen, das müsste durchaus gehen. Also rechts dran vorbei. Ah, ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Also mit ein bisschen mehr Motor, Rest, würde ich sagen, würde ich es versuchen, hier hochzukommen. Aber hier war nicht mehr. Hier ist mir das ein bisschen zu eng, hier spätestens hier definitiv. Also entweder rechts rum. Abwärts. Mal versuchen. Jetzt oben rum. Irgendwo gegenstoßen. Aber auch mal so ultra, als wenn's kein Morgen wäre, ganz ehrlich. Ah, da lieber. Oh, ein Fisch, ich weiß es nicht. Der heißt hier Don irgendwas. Kann also durchaus sein. Ich habe den Lada Niva tatsächlich vor kurzem mal gesehen, den 4x4. Echt? Super, super top gepflegt mit allem. Aber die ohne NOS-Variante. Hat immer noch gebaut, oder neues? War er vielleicht auch neu. Das sah auf jeden Fall sehr neu aus. Und zwar nicht mit der Geschwindigkeit übertreiben. Schweißperl auf der Stirn. Da, 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 da.
Oh oh. Ich hoffe mal, es sieht von oben wieder besser aus. Aber so sieht es erstmal sehr vernichtend aus, was ich da vor mir sehe. Ich glaube, es ist nicht sehr tief. Ist da was zu holen? Ich glaube tatsächlich, es ist nicht sehr tief. Nein, ist nicht. Also wenn, dann rechts rum. Schräger vielleicht, aber ja. Auch da ist es recht tief. Auch da wäre es wieder so ein Millisekundenspiel gewesen. Ah ja, wir sind weit gekommen. Wir sind sehr, 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 sehr weit gekommen dafür. Dafür, dass wir eigentlich quasi schon tot waren. Für mehr als einmal. Ich glaube, ich würde es echt versuchen, dass wir hier drüben spawnen. Und dann durch den Außenposten durchfahren. Ich glaube, das macht tatsächlich mehr Sinn. Geht gar nicht. Jetzt nimmst du den Heli, ja. Ja, ja, so ungefähr. Es geht gar nicht. Ich kann mich gar nicht auf die andere Seite teleporten. Ich kann nur wirklich wieder hierher zurück. Tja. Also ich würde auf jeden Fall, wo wir hier gut durchgekommen sind, aber ich glaube, ich würde trotzdem das nächste Mal hier rechts lang fahren, in der Hoffnung, dass wir da alleine noch einen Abwurf oder sowas finden. Könnte natürlich schauen, dass wir hier rumfahren, ob wir hier vielleicht insgesamt noch eine weitere Furt finden. Aber hier musst du auch wirklich schon ein bisschen scouten, dass das überhaupt noch was wird. Wir müssen erstmal ein bisschen reparieren. Das hat vorhin gefehlt. Also ein paar Ersatzteile vorhin. Moin, Griffin. Ich glaube, ein paar Ersatzteile vorhin hätten dem Ganzen tatsächlich schon echt gut getan. Sollte reichen. Nehmen wir Ersatzteile natürlich auch wieder mit. Da habe ich eigentlich keinen Ersatzreifen dabei. Ja, aber ich glaube, ich würde tatsächlich diesmal versuchen, einen anderen Weg zu nehmen. Dann können wir nämlich gleich nochmal ein bisschen was aufdecken. Ich würde, glaube ich, diesmal versuchen, so lang zu fahren. Aber da lang. Irgendwie so und dann mal gucken. Könnte natürlich auch komplett rausgehen und den großen nehmen. Ja? Den Truck.
Das ginge durchaus auch. Weil da habe ich ja wenigstens einen Schnorchel. Eigentlich müssen wir mal rausgucken, ausschauen, welche Quest wir machen müssen, um den Schnorchel zu bekommen. Das könnte schon durchaus auch weiterhelfen. Für die Scouts. Sind jetzt alle Winden elektronisch? Aha. Ich dachte nämlich schon, wir müssten uns jetzt schon wieder zurücksetzen lassen. Bone Driven. Gespeist. Entspannt. Mittagspause. Was ist es? Mittagsschlaf. Urlaub. Irgendwas dazwischen? Also, warum müssen wir hier runter? Homeoffice, entspannt, Mittagspause und gegessen. Ja, saubi. Sehr gut. Tja, wir müssen mal hier nach vorne kommen. Alleine, weil wir halt, wie gesagt, noch ein bisschen was aufdecken müssen. Vielleicht gibt es da ja durchaus auch wirklich noch einen besseren Weg. Also da wird es auf jeden Fall sumpfig. Ich fürchte ja fast, dass wir nur mit Glück das mit der kleinen Kiste hinkriegen. Ohne Schnorchel. Wir wahrscheinlich dann doch den großen Truck nehmen müssen. Also bald es einfach mal, ne, tiefer ist als knöcheltief, habe ich mit der Kiste hier enorme Probleme. Da kann ich so ein-, zweimal machen und dann war's es. Wir hatten ja vorhin schon enormes Glück, dass wir wirklich bei 3% Motor überhaupt noch rausgekommen sind. Danke übrigens auch Arno Bean und Topic Hopsa. Ich danke euch beiden auch fürs Follow. Also ein bisschen weiter Richtung Baum. Ein Upgrade. Ein Abwurf. Okay, da werden wir hinfahren. Eine Brücke könnte man da bauen. Aber ich muss ja sagen, der Abwurf, der reizt mich ja schon so ein bisschen.
gucken, wie weit wir da so in die Richtung kommen, aber Budeli-Budeli. Ich würde sagen, da fahren wir hin. Da können wir uns sogar nochmal neu aufsetzen lassen. Kann eigentlich mal was kosten, ne? Schau mal den hier mal. Aber der Anfangspart, wenn du halt wirklich damit so noch ein bisschen mit so einem Underdog unterwegs bist, so wie das jetzt hier der Fall ist, ist tatsächlich auch echt ganz geil. Das haben wir bei SnowRunner halt wirklich, irgendwann musstest du dich, haben wir ja nicht umsonst zum Schluss dann auch immer gesagt, wir packen die ganz großen, hießen sie noch immer. Kronos? Ganz Kronos? Irgendwie so? Also die Supertrucks, die Imba-Teile, die packen wir gar nicht mehr aus, weil. Ist alles eh nur noch so eine Frage. Ist da einfach dann nur sonntagsmäßig spazieren irgendwie. Olof, Olofs, genau. Da müssen wir rüber. Die Flugverbotszone. Ich sehe aber trotzdem was. Und zwar, dass ich hier nicht durchkomme. Na, ganz weit außen am Rand ist schon unsere beste Chance. Aber jetzt so langsam, aber sicher. Ja, müsste ich so auf die 10 Stunden zumarschieren. Dann, was sagt, macht Spaß. Das ist auch so ein wunderbares Spiel. Wirklich, was ich durchaus mit meinem Sohn auch spielen könnte. SnowRunner habe ich mir sogar mal gezeigt. Ich glaube, SnowRunner ist das erste Spiel, was er überhaupt mal gesehen hat am PC. Da war er sogar noch jünger als jetzt. Jetzt wird er ja bald 4. Da durfte er dann immer hupen. Da sind wir auch nur ein, zwei Mal so eine Straße rauf und runter gefahren. Also war ja auch nur eine Sache von ein, zwei Minuten, aber trotzdem. Durfte er dann hupen. Oder auch mal Gas geben. Dann habe ich halt quasi gelenkt. Dann habe ich Gas gegeben und er durfte lenken und so. Das war schon witzig. Ja. Ja. Und so ein Wagenheber dazu? Sag mal so, ne? Wären wir vorhin rechts rumgefahren? Wären wir rechts rumgefahren. Wer weiß, ob ich so weit trotzdem nach außen gefahren wäre. Das kann ich trotzdem nicht sagen. Aber ja. Aber wir müssen wahrscheinlich hier lang fahren. Könnte man eine Brücke bauen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht können. Das Geile ist, guck mal, wie weit wir hier abgedriftet sind. Jetzt müssen wir hier noch rum. Jetzt eigentlich gehe. Ihr wollt ja eigentlich um 13 Uhr in die Pause.
ich jetzt gehe, läuft denn das dann? Bleibe ich dann hier gespeichert oder muss ich dann wirklich komplett nochmal die ganze Expedition von neuem fahren? Ich würde darauf tippen, dass wir unseren Fortschritt innerhalb der Expedition verlieren. Also quasi hier nicht weiter rauskommen. Ich fast drauf tippen. Könnten wir das nächste Mal irgendwann mal testen. Jetzt würde ich es... Guck mal, er speichert aber. Hey, der speichert. Oh, sieht gut aus. Da stand gerade auch speichern, also da hat gespeichert. Manuell speichern kann ich, glaube ich, nicht. Können wir kurz gucken. Nee. Aber da stand gerade gespeichert. Das ist zu weit. Jetzt mal, bis wir da hinten sind, brauchen wir wahrscheinlich noch gut 20 Minuten und dann müssen wir ja noch weitermachen. So, okay, pass mal auf. Ich versuch's einfach. Da warnt er mich. Hier kann ich weiter. Versuch's mal. Ich meine, wozu dient das Speichern denn bitte? Mal gucken. Nice, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Das wäre sonst echt doof gewesen. Sehr schön. Ja, easy. Perfekto. Wir sehen uns heute Abend wieder. Und tatsächlich erst auch wirklich um 20 Uhr, weil Reveal, das Horrorspielchen, erst um 20 Uhr released wird. Ich kann es nicht vorher spielen. Ja? Ich bin auch noch immer noch nicht fertig mit der Steuer. Das wird mich wahrscheinlich auch noch so ein paar Tage länger begleiten. Das heißt, ich werde jetzt nach einer Mittagspause mich daran setzen dürfen. Das heißt, heute Abend geht es dann um 20 Uhr los. Nicht um 17 Uhr, sondern um 20 Uhr los. Habe ich auch schon reingeschrieben, Gedöns und bla und irgendwas dergleichen. Morgen um 9 Uhr machen wir auch hier wieder weiter und ich glaube, das sollte auch so geil sein. Ich werde euch zu Red Attitude weiterschicken. Der spielt gerade Imperator Rome. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns entweder heute Abend dann wieder um 20 Uhr, dann auch wieder dual. Ne, nicht vergessen, das ist jetzt immer so. Abends bleibt das dabei, der Standard-Abendstream auf beiden Plattformen gleichzeitig. Aber der 9 Uhr-Stream ist live auf Twitch und wird von mir nebenbei aufgezeichnet, um es dann im Nachhinein auf YouTube noch zu veröffentlichen. Okay. Also, viel Spaß bei Red Attitude. Sieht nach Strategie aus. Viel Spaß euch. Und bis dann.